Hallo liebe Winterfans, herzlich willkommen zu Fissmann daheim. Wir machen unser Wohnzimmer wieder auf, diesmal für die Biathlon-WM auf Pokljuka. Und wir haben wieder sensationelle Gäste, die wir heute in den nächsten, ja, vielleicht 60 bis 90 Minuten begrüßen dürfen. Unter anderem, und da freuen wir uns total drauf, können wir nachher bei uns begrüßen den neuen Vize-Weltmeister im Einzel, Arndt Peiffer. Wird live uns zugeschaltet sein. Da sehen wir noch mal ein paar Bilder von seinem tollen Triumph. Einmal die Siegerfaust und dann danach die Silbermedaille mit der doppelten Siegerfaust. Und er wird uns sicherlich sagen, wie gefeiert wurde nach diesem ersten Edelmetall für Deutschland. Außerdem freuen wir uns, dass wir aus Slowenien bei uns haben Denis Hermann und Benny Doll. Dazu gibt es Sven Fischer und aus Schweden auch ein wunderbarer Ausflug ins Wohnzimmer von Uschi Diesel. Und natürlich hoffen wir, dass wir bei euch zu Hause in den Wohnzimmern mit dabei sind. Und das über Janine, unser heißer Draht zu euch. Janine, ist schon was da in unserer Community? Ja, es geht tatsächlich schon los. Echt? Also ihr habt das verstanden. Ihr dürft weiterhin Fragen stellen. Ich suche sie aus, werde immer wieder reingrätschen und auch die Sportler werden sie dann beantworten. Also haut in die Tasten, ich gebe es dann weiter. Wir machen jetzt gleich mal eine kleine Reise. Es ist die kürzeste Reise, die wir heute machen, denn wir fliegen nach Mainz ins Studio des ZDF zum dortigen Biathlon-Experten, der auch schon mal Olympiasieger war und den Sie alle kennen, Sven Fischer. Hallo, lieber Sven. Herzlich willkommen Hallo. Bei Fissmann daheim. Nicht bei uns im Wohnzimmer, sondern in deinem Wohnzimmer beim ZDF. Du bist die Woche dort Experte und man könnte sagen, kaum ist das ZDF am Start, gibt es auch schon Medaillen? Ja, hoffentlich, auf alle Fälle. Also wichtig ist natürlich, dass Medaillen kommen, ob das jetzt am ZDF liegt oder AD, das ist ja egal. Hört ihr mich? Moment. Jetzt hört ihr mich? Jetzt hören wir dich. Okay. Ja, also ist egal, ob das AD oder ZDF ist. Hauptsache kommen Medaillen für die Athleten und das ist wichtig und schön auch für den Arndt, dass es endlich geklappt hat. Du, jetzt ist es wieder diplomatisch, gell? Ich weiß ganz genau, dass es senderintern eine Medaillenwertung gibt und die könnt ihr nicht mehr verlieren beim ZDF, gell? Also es gab Senderwertung, davon habe ich auch schon gehört, aber das ist doch alle Kaffee von gestern, oder Tom? Das gibt es jetzt hier nicht mehr. Also hier gibt es keine Strichliste, von daher, wir freuen uns für die Mannschaft. Und du hast vollkommen recht, ich bin hier in Mainz auf dem Lerchenberg und bin in Sendestudio 2, man kann das hier so ein bisschen erkennen. Und bin der Letzte, der hier sozusagen noch da ist. Und ich mache dann, wenn ich hier fertig bin, das Licht aus. Ja, du, wir haben ja bei uns, Fissmann daheim steht auch dafür, dass wir exklusive Einblicke in Locations geben, wo man normalerweise nicht hinkommt. Und ich denke mal, Fernsehstudio, das haben jetzt nicht viele von euch schon mal live gesehen. Sven, vielleicht führst du uns mal rum, wie es da bei euch aussieht. Genau, also wenn ich hoffe, die Verbindung hält noch. Also ihr müsst dann sofort ein Okay geben, falls nicht. Also, jetzt gehe ich mal hier rein in die Katakomben. Ist Verbindung? Steht die noch? Alles gut. Gut, also hier sind wir in diesem Studio schon drinnen. So, ich bin ja richtig überrascht, dass das funktioniert. Hier ist der Tisch. Seht ihr das? Da ist der Tisch. Da stehen die alle immer schön dahinter. So, dann hat man im Hintergrund hat man dann den Screen. In dem Fall ist er jetzt schwarz. Dann gibt es im Hintergrund hier in dem Fall, in dem Studio, so was vorgeschoben, dass man eine fertige Bahn hat. Man kann aber, offensichtlich erkennt man das, wir sind hier wirklich komplett behind the screen. Achtung! Seht ihr da hinten diesen grünen Teppich? Seht ihr den? Ja, ja. Ja, und dieser grüne Teppich, der kann dann auch komplett da hinten gezogen werden. Und dann werden oft Bilder reinprojiziert und dann denkt man, die sind live vor Ort. Beziehungsweise kann man dann auch diese Atmosphäre hier im Studio erzeugen. So, ich gehe mal in die Höhe. Also, da oben sind die ganzen Lampen. So, und das ganz Wichtige ist ja auch Kamera. Seht ihr das? Wir sehen's. Ja, da steht noch eine. Und hier ist so ein kleiner Monitor, dass wenn die Reporter, jetzt gehe ich mal wieder zurück, wenn die Reporter hier stehen, dass die dann auch das Bild sehen, was der Fernsehzuschauer hat. Tom, du weißt das ja, wie oft ist es so, dass du hier drinnen stehst im Studio und im Hintergrund ist ein Bild und du siehst das nicht. Der Zuschauer denkt sich so, was erzählt er da eigentlich? Das ist so was ganz anderes. Deshalb gibt es diese kleinen Monitore noch im Vordergrund, dass also der Reporter auch sieht, was läuft. Jetzt gehe ich nochmal weiter, weil wir wissen ja, dass hinter dem Screen, auch ganz wichtig, das Licht ist ein bisschen schwach. Kann man so halb erkennen, die Knöpfe, ja? Seht ihr das? Ja. Also der Technikraum. Aber ich weiß ja, dass
in Allendorf Ether das Studio ähnlich aufgebaut ist. Also die Techniker werden jetzt sagen, hey, das haben wir hier fast schon moderner. Also wir sehen auch hier dann die ganzen Mischpulte also und. Was mich verwundert, es ist echt schnucklig klein. Also wir leben hier auf größerem Fuß. Ja, das kann man schon so sagen. Und das Kuriose ist ja, Zweck heiligt die Mittel. Ne? Also wenn wir jetzt hier fertig sind, dann habe ich hier so eine Fernbedienung, mache damit das Licht aus und mache die Tür zu. Und dann bin ich sozusagen derjenige, der das Ganze hier absichert, dass alles in Ordnung ist. Ja, damit morgen wieder hier Sendung laufen kann. Ja, der Letzte macht das Licht aus, möchte ich mal sagen. Ihr seid morgen wieder live drauf. Wann seid ihr live drauf? Kurzer Programmhinweis. Übermorgen sind wir drauf. Übermorgen. Stimmt, morgen ist ja Ruhetag. Morgen ist der Ruhetag, und aber Alpin, ja. Wir haben ja Alpin genauso, was das ZDF jetzt sendet. Und da geht es dann hier weiter von Cortina. Vielen Dank für die Einblicke, Sven. Aber wir wollen nicht nur über dein Studio beim ZDF reden, sondern auch über dich. Haben das Ganze heute auch ein bisschen unter das Motto gestellt, Comeback, lernen aus Herausforderungen. Und da ist natürlich, Sven, du bist ganz finster. Jetzt kriegen wir raus aus dem Loch. Dankeschön. Ja, ist das okay? Kann ich hier zumachen? Oder gibt es noch Fragen? Alles super. Gibt es noch Fragen? Nein, es gibt keine Fragen mehr, aber die Leute finden deine Studioführung sehr interessant. Also Sven, du hast alles richtig gemacht. Sehr gut. Gut, also ich mache jetzt zu. Ich halte das okay von euch. Mach zu. Mach die Klappe zu. Dieses Kapitel haben wir beendet. Du bist der Biathlon-Experte und du warst auch auf Pokljuka vergangene Woche. Erstmal für mich in Pokljuka. Das ist richtig. Also viele sagen, wir waren in Slowenien, wir waren im Wald, aber diese Pokljuka, so nennt man das, ist eine also diese, na, habe ich jetzt Licht? Diese Pokljuka ist eine Hochebene, deshalb heißt es auf Pokljuka. Das hat mir auch der Kollege von der ARD auch erklärt. Und was man alles lernt, gell, bei der ARD. Und weil du einen Informationsvorsprung hast, wollen wir natürlich unseren Winterfans auch einen kleinen Einblick geben, wie es da auf der Hochebene ausschaut, gepaart gleich mit ein paar Bildern aus der ersten Woche dieser Biathlon-WM. Ist es da kalt gewesen? Ist es da richtig? Zieht es da? Oder wie darf ich mir das da oben vorstellen? Ist es nur ein Wald und mittendrin eine Biathlonstrecke? So ungefähr. Und man muss sich das vorstellen, dass es wie so ein Höhenplateau ist zwischen zwei großen Bergen. Triglav, so heißt es auch, diese Jülichen Alpen so drumherum, diese Gebirgskette. Und da pfeift der Wind schon ordentlich drüber. Und an den Anfangstagen, wo die Weltcup- bzw. der WM-Tross oben war, hat es geregnet. Natürlich absolut mies für einen Wintersportler, der möchte natürlich Schnee haben und Schneeflocken. Aber da hat es geregnet. Und dann, als ich angereist bin, man könnte fast meinen, ich habe die Kälte mitgenommen, dann waren es stellenweise bis zu 15, 16 Grad minus, auch die Nacht. Aber die Sonne hat es dann wieder relativ gut erwärmt und aktuell hatten wir auch 2, 3 Grad plus, glaube ich. Und das war schon sehr wechselhaft. Aber solange noch genügend Schnee ist und faire Bedingungen für alle sind, ist das ja okay. Wir haben gerade die Minen unserer Sportler nach der ersten Woche gesehen. Kann vielleicht sein, weil es ein bisschen kalt oben war, aber ich glaube eher, das lag an den Ergebnissen, die wir da eingefahren haben. Und passt ja auch ein bisschen zu dem, worüber mit dir jetzt wir ein bisschen reden wollen. Und zwar lernen aus Rückschlägen und aus Erfahrungen. Da gehen wir gleich mal in dein Leben rein. Also der erste einschneidende Moment in deinem Leben, der war ja relativ früh. Du bist schon mit 12 Jahren auf ein Internat gegangen, warst da der Jüngste und musstest da auch ganz deine eigenen Erfahrungen machen. Also es war nicht ganz einfach. Ich bin aus der Leichtathletik gekommen und bin mit 12 Jahren an eine Sportschule, an Internat, wo es richtig nur um Biathlon ging. Und da bin ich schon in die ersten Fettnäpfchen getreten, weil die Gruppe, die sich kannte, nämlich als Biathleten, die waren untereinander natürlich verschworene Gemeinschaft und jetzt komme ich dazu. Und dann ist natürlich schon das ein oder andere Fettnäpfchen vorprogrammiert, wo man dann so reintappt. Und dann muss man erstmal sich finden lernen. Gerade wenn man aus einem häuslichen Nest kommt. Ich bin von Eltern gut aufgehoben worden und auch erzogen worden, hoffe ich ja, aber auf alle Fälle bist du aus dem Elternhaus raus und in das Internat. Das war schon nicht so einfach. Aber das ist eine wichtige Schule fürs Leben gewesen, möchte ich nicht missen. Wie haben dir den Schrank ausgeräumt? Ja, da gab es auch schon mal welche, die älter gewesen sind und die kommen und dann gucken die mal in den Schrank rein und haben Hunger und dann nehmen die Schafel Schokolade weg.
Und da darfst du auch nicht meckern. Also das ist auch so eine Sache, da gehst du auch nicht nach Hause und sagst, Mama, die haben das und das gemacht, sondern da lernst du dich durchboxen und das war wichtig. Hast du das bei den anderen auch gemacht, die dann neu dazu kamen, als du schon größer warst? Es hat mir ganz schön wehgetan, aber als ich älter war, habe ich diese Spielchen nicht gemacht, aber man macht schon den einen oder anderen Knuff, gerade was so dieser Respekt ist. Und wir haben dann immer so gesagt, es ist so eine Selbsterziehung in der Truppe, da muss man natürlich vorsichtig sein. Das war ja damals 83, 84, 85, aber so war es damals. Und da hatten wir auch dann schon von Alter zu den Jüngeren dann schon ein bisschen dann auch die Ordnung beigebracht, dass man halt grüßt und von daher war auch der Respekt den Alten gegenüber da, auch wenn die hier und da mal ein bisschen knuffig waren. Also bei mir war das immer dann so, Bälle putzen, Bälle aufpumpen, Tor tragen, alles reinschleifen, Fußballerziehung nennt man das dann. Wie war es bei dir? Ja, nicht so schlimm eigentlich. Also ich bin ganz behütet in Winterberg da groß geworden, nicht auf einem Internat und Maren und ich waren irgendwann auch die Ältesten relativ schnell. So viel Nachwuchs gab es da nicht und dann sitzt man am längeren Hebel. Siehst du, in Winterberg wächst man behütet auf. In Schmalkalden ist schon ein bisschen anderer Wind, der da pfeift. Du hast ja den Vorteil, dass du so hübsch bist. Da haben sie dich dann gehen gelassen, aber bei den Jungs ist das halt nicht so. Jetzt wird's charmant, gell? Zweites einschneidendes Erlebnis, lieber Sven. Knie-OP 1989. Oh ja. Da haben dir einige schon das Karriereende mit nur 24 Jahren prognostiziert. Nee, da haben sie gesagt, ja, und jetzt kannst du eigentlich aufhören. Und da war ich, das war schon hart. Also da hast du da, es war ja 89, es war dann auch für mich eine andere Wende diesbezüglich. Dann hieß es auch, du musst aufhören. Und das, ich wollte aber damals nicht einfach aufhören. Das war für mich irgendwie auch, Sport war eine Leidenschaft. Und ich hatte dann irgendwann mal akzeptiert, und das war das Wichtigste, ich habe akzeptiert, dass mein Körper diese Schwäche hatte. Und dann habe ich aber gesagt, okay, was kann ich noch draus machen? Und dann mit dem Punkt, dass ich es hingenommen habe, habe ich geguckt nach vorne, was geht jetzt weiter? Und dann waren die ersten Schritte im wahrsten Sinne des Wortes für mich ein Erfolgserlebnis. Und irgendwann habe ich das Ziel gehabt, wieder laufen zu lernen, rennen zu dürfen, rennen zu können. Und natürlich irgendwann wollte ich wieder auf den Ski und wollte Ski laufen. Und dann habe ich mich nach und nach wieder rangearbeitet und rangekämpft. Und eben auch eine wichtige Erfahrung, die ich in meiner ganzen sportlichen Karriere immer wieder auch als enorm wichtig und Grundlage gesehen habe. Auch wieder zwei Parallelen zu Janine. Einerseits 89. Das ist ihr Geburtsjahrgang, man spricht ja normalerweise nicht drüber bei Frauen, aber in dem Fall war es einfach so. Und die Knie-OP, die hast du auch gehabt, aber im Gegensatz zum Sven hast es du dann nicht mehr reingeschafft auf die Weltcup-Spur. Nee, leider nicht. Also bei mir ist es nicht so günstig ausgegangen. Ich glaube, ich hatte sie mit Anfang 20. Das war gerade so Durchbruch gehabt und dann hat es einfach nicht mehr funktioniert. Und ich habe versucht, mich danach noch 2 Jahre durchzukämpfen. Das hat dann nicht geklappt. Und wann kommt der Punkt, wo man dann sagt, nee, jetzt muss es eine andere Karriere werden, weil jetzt geht es wirklich nicht mehr? Tatsächlich bei mir nach mehreren misslungenen Wettkämpfen, die einfach mir mental so viel Energie geraubt haben, dass ich gesagt habe, mir macht dieser Sport keinen Spaß mehr und ich habe mir immer geschworen, wenn er mir keinen Spaß mehr macht, dann höre ich auf. Gut, dann stelle ich mich auf die andere Seite, nehme das Mikrofon und interview halt. Haben wir auch ein paar schöne Bilder aus deiner Reporter-Vergangenheit. Das eine ist Antolz rechts, das andere ist Herr Eisei und ich finde ganz besonders schön Herrn Freitag in kurzen Hosen, sieht man auch selten. Ist gar nicht Herr Freitag, muss ich dich korrigieren, das ist nämlich der Philipp Horn, er hat eine Waffe auf dem Rücken. Oh, das Entschuldigung, ich habe nur auf das Ding, ich habe jetzt gedacht, ich erkenne den Schnauzer von Richie Freitag. Nein, er hat keinen Schnauzer, das war letztes Jahr bei der Deutschen Meisterschaft in Altenberg, die zum Glück stattfinden konnte mit Zuschauern und wo wir auch vor Ort sein durften. Also ja, ich hatte das Glück, dass ich mit Fissmann die ganze Zeit in Verbindung geblieben bin, es war ja auch mein Sponsor. Und dann habe ich so das Glück gehabt, dass ich als Social-Media-Reporterin da vor die Kamera durfte. Und so bin ich, ähnlich wie Sven jetzt, ein paar Ebenen drunter, würde ich mal sagen, dem Biathlonsport erhalten geblieben. Und das ist irgendwie total schön, dass man einfach noch dabei ist, oder Sven? Also mir taugt das total. Wobei das ein bisschen anders ist als bei Sven, möchte man jetzt mal sagen. Weil du hast ja Spaß mit den Sportlern und möchtest sie gut dastehen lassen. Das Sven kritisiert sie die ganze Zeit. Nein, wie das ist macht das? Er nicht, das finde ja, ich ja, aber, nicht. Aber wenn, Sven, wie ist das, wenn du dann deine eigenen Kollegen dann auf einmal sagen musst, ey, da hätte ich noch mal zweimal rechts gedreht oder da. Sagen die, ja, das ist Fischer, jetzt redet er da schlau daher. Kam sowas? Also der Grund, warum ich hier beim Fernsehen angefangen habe, war, ich habe das Fernsehen arg kritisiert, dass sie die Sportler absolut schlecht dastehen lassen. Und dann haben sie gesagt, okay, nicht nur kritisieren, du kommst zum Fernsehen und dann kannst du es verbessern. Und das habe ich auch gemacht. Und das ist so meine Oberprämisse, dass ich dann immer versuche, die Wahrheit rüberzubringen und auch die sportliche Leistung der Athleten auch
ordentlich darzustellen, weil oftmals diese Top-Leistung nicht klarkommt und wir klagen auf hohem Niveau. Klar, das sind Spitzensportler, die müssen natürlich abgerechnet werden, aber auf der anderen Seite ist es so, man muss auch die Leistung, die da erstmal gebracht wurde, ist erstmal honorieren und auch akzeptieren und verstehen lernen. Und das war mal mein Ziel. Und im Gegenteil, ich kriege sogar ganz viel Post, die sagen, ich kritisiere zu wenig. Und dann hier unterschreibe ich auch zurück und sage, ja, ich will das eben erklären und ich versuche mich immer auch noch als Athlet zu sehen. Und was Janina auch jetzt gesagt hat, es ist so, dass ich richtig froh bin, dass ich über die ganze sportliche Karriere, die ich mal hatte, dass ich da immer noch den Spaß am Sport habe. Dir geht es ja genauso. Und das ist so für mich absolut wichtig, dass ich das immer noch sehe. Und jetzt kritisiere ich dich, das ist nicht Janina, das ist Janine. Da hat sie sich jetzt den Lacher hättest du erzählen müssen, gell? Immerhin hat er nicht Maren gesagt. Ja, okay. Du, für viele unserer Fissmann-Winterfans bist du eigentlich schon mit dem orangen Stirnband auf die Welt gekommen. Seitdem ich denken kann, kenne ich dich auch nur damit. War 94. Wie kam's? Ja, es war so, und das ist halt auch, ich glaube, beim letzten Mal auch schon gesagt, wo wir zusammen waren, für mich ist es wichtig gewesen, für mich war erst der Kessel und dann der Fissmann-Vertrag. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich hatte halt früher, wir hatten eine Schwerkraftheizung und haben mit Braunkohle und mit normal Holz geheizt und irgendwann mal haben wir das Stadtgas genutzt und haben umgerüstet. Mein Vater hat gesagt, okay, wenn ich schon umrüste, dann soll es schon was Ordentliches sein. Und so sind wir dann zu Fissmann gekommen und mein Vater hat dann von einem Konkurrenten, also von der Konkurrenzfirma, ein Angebot bekommen, dass man ja was machen könnte mit mir als Sportler. Und dann hat er gesagt, nö, meinen Sohn zu verkaufen, das finde ich blöd, aber der bringt mich auf eine gute Idee. Und dann hat er damals in Allendorf-Eder angerufen, nachgefragt nach dem Kessel und so kam das dann auch. Also bin ich froh, dass erst der Kessel da war und dann irgendwann mal später dann der Partner- und Sponsorvertrag. Du warst ein Kompensationsgeschäft? Nein, es war sozusagen die Anfrage, so nach dem Motto, die Konkurrenz macht Werbung, wie sieht's denn aus? Und damals war im Biathlon das noch nicht, dass Fissmann gesagt hat, okay, wir steigen da ein. Aber das war so nett von meinem Vater mit Herrn Hildmann gesprochen damals. Und dann hat der Hildmann gesagt, okay, pass auf, wir machen da was, Herr Fischer. Und so kam das zustande, dass mein Vater den Kessel gekauft hat. Und seitdem ging es daheim richtig ab. Aber mittlerweile haben wir modernisiert. Also ich war beim letzten Mal, ist die Uschi richtig in den Keller gelaufen, aber das kann ich jetzt hier nicht. Weiß ja gar nicht, was hier geheizt ist. Haben wir ja vielleicht heute mir, noch. Uschi kommt ja noch. Bei mir besteht auf alle Fälle Videokal 300. Aber der ein oder andere wird schon wissen, was das ist. Ja, also darum, ich meine, du bist ja bis heute auch mit Fissmann eng verbunden. Vielleicht auch, weil so die ein oder andere Philosophie auch in deinem Leben immer ganz groß geschrieben wurde, was bei Fissmann auch groß geschrieben wird, nämlich du als Vater, Next Generation, Sohn steht in den Startlöchern, hopp, Fisch, hopp. Wann ist soweit? Ja, wichtig ist, dass die nächste Generation, und das ist ja auch das im Familienunternehmen bei Fissmann genauso, dass man die neuen Zeichen sieht und vor allem die Zeichen selbst erkennt und selbst angehen will und nicht von den anderen Generationen vorgeschrieben, du musst das so machen. Und das ist auch bei meinem Sohn. Also der Sohn soll sich im Sport ausleben, wie er will. Und genauso meine Tochter ja auch, die jetzt einen Reitsport frönt. Und wenn es dem Sohnemann im Wintersport jetzt vertreibt und da hingeht, dann klar, soll er es gerne machen. Er probiert Langlauf, Biathlon. Und er ist 13 Jahre, der hat noch ein bisschen Zeit und je nachdem, ich unterstütze ihn, also die Familie. Und wichtig ist natürlich, und das ist ein Anliegen, was ich an allen oder alle Eltern sagen will, fördert die Kinder und egal in welchem Bereich sie da hinwollen, das ist wichtig, dass sie Unterstützung erfahren. Und ich bin Papa, ich bin sein Papa und da ist mir egal, was für eine sportliche Leistung. Und da bin ich genauso wahrscheinlich wie viele anderen auch. Also Janine, richtig, dass dein Papa dich wahrscheinlich dann genauso gern hat wie deine Schwester und das ist das Allerwichtigste. Kann ich nur bestätigen. Kannst du bestätigen, das ist ja wichtig. Ja. Ich habe übrigens den richtigen Namen gesagt. Komm, gell? Wohlgemerkt. Ja, super. Wir verfolgen das schon. Pass auf, wir korrigieren dich bei Gelegenheit. Zweites Thema, das sich mit Fissmann natürlich eint, ist das Thema Nachhaltigkeit. Du bist Jäger. Heißt das, du sitzt ja ab und an mal nachts um 3:30 und ganz alleine da, still und stumm und wartest auf das Wildschwein? Ja, also man muss ja dazu sagen, ich nutze die Tiere. Es ist nicht so, dass ich jetzt da losballer. Und es gibt ja, wie die meisten ja wissen, auch Abschusspläne, wo die Pflicht besteht, der Hege und der Jagd. Und da helfe ich gerne mit. Und wenn was nicht funktioniert und da unser Lebensraum ja immer wieder geringer wird für die Tiere, muss man natürlich auch aufpassen, dass dann das Verhältnis stimmt. Und ob das jetzt Schweinepest ist oder Tollwut, was auch immer, das sind dann Sachen, die man nicht so gerne hat. Und man nutzt lieber die Tiere und ein gesundes Verhältnis ist am besten. Und es wäre schlimm, dass die ganzen Tiere von den Autos überfahren werden und nicht genutzt werden, sondern dass man sagt, eine organisierte Jagd,
dann kann man das Fleisch auch nutzen und dann ist in Ordnung. Und ich bin ein reiner Fleischjäger, der das Ganze sorgt. Und Trophäen ist für mich jetzt nur die Idee, ähnlich wie eine Medaille, ne, dass man sagt, die Medaille steht als Symbol für die sportliche Leistung und ist nicht das absolute Ziel, sondern es ist die Erinnerung an die gute Sache. Und genauso ist die Trophäe für mich nur die Erinnerung an die gute Jagd. Und da nutze ich das. Und es ist ein schönes Gefühl, wenn die Familie dann zusammensitzt und was Gutes isst, wo man sagt, darauf kann man vertrauen, das ist ein gutes Essen und ich gehe nach der Devise, lieber weniger Fleisch, aber dafür Qualität. Da sprichst du aus dem Herzen einer Tierschützerin, die links neben mir jetzt hier sitzt. Das weiß ich. Aber darum soll es nicht gehen. Du hast eine Frage reinbekommen, Janine. Genau, ist ein anderes Thema. Du hast eben über deine Kinder gesprochen und auch über Nachwuchs und die Sandra hat da die Frage gestellt, ob es zu spät ist, mit 12 Jahren erst mit Biathlon anzufangen. Auf keinen Fall. Also es ist so, dass man genügend Zeit haben kann, gerade für Spitzensportbereiche. Und gute Beispiele sind ja aus der Vergangenheit viele andere auch, auch eine Franziska Breuß, die relativ spät angefangen hat. Wichtig ist, dass Kinder sich breit entwickeln können in verschiedenen anderen Sportarten. Und wenn dann ein Wechsel erfolgt von einer Sportart zur anderen, ist das überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, ist es sogar sehr gut, dass man woanders auch sich mal ausgelebt hat und auch die Erfahrung mitbekommt. Und in dem Alter ist es überhaupt nicht zu spät. Und wenn man da beginnt, ist das alle Male noch bis zur Weltspitze in Ordnung. Und die Kinder wollen das ja auch. Da gibt es so eine gewisse Grundenergie und die sollte man dann ja über die Jahre 15 bis 20 dann auch leiten und lenken. Und dann können die nur Weltspitze werden. Auf alle Fälle Daumen drücken, weitermachen. Gut. Also wenn ihr noch weitere Fragen habt an Sven, schickt sie uns. Er kommt später gleich nochmal, nämlich dann, wenn wir Uschi Diesel bei uns begrüßen. Sven, zuerst mal vielen Dank. Sperr das ZDF schön ab, dass da nichts verloren geht, gell? Und dann sehen wir uns nachher gleich wieder. Wir müssen nämlich schnell rüber jetzt auf Pukyuka stimmt ja eigentlich nicht. Wir müssen nach Bled, ja. Denn da sitzt jetzt für uns bei ihrem, ich sage jetzt mal, temporären Wohnzimmer die Sprint-Gesamtweltcup-Siegerin des vergangenen Jahres. Wir sagen herzlich willkommen an Denise Herrmann. Hallo, Denise. Hallo. Wir haben gesagt, ihr seid ja gar nicht auf Pukyuka, sondern ihr seid in Bled. Wie weit ist das denn weg vom Stadion? Genau, also wir schlafen ein bisschen tiefer hier am schönen Bled mit dem berüchtigten See. Wir sind so ein paar Kilometer außerhalb in so einem kleinen, niedlichen Dorf. Wir sind ja auf so einem Bauernhof, ganz allein nur für uns und ein paar Ziegen, ein paar Schweine unterwegs. Und da lässt sich ganz gut regenerieren zwischen die Wettkämpfen. Wir sind so circa 20 bis 25 Minuten dann hoch bis zum Wettkampfort. Aber da findet man auch einen nötigen Abstand, mal wieder runterzukommen und ja, mal ein paar andere Bilder zu sehen. Bist du denn heute diese 129 Kurven von Bled auf Pukyuka rauf, 129 Kurven sind es, irgendeiner hat mal mitgezählt, raufgefahren für die Single-Mix-Staffel oder warst du zu Hause auf der Couch? Das war ja ein motivierter Zähler da hoch. Es ist aber noch gar nicht eingefallen, tatsächlich mal die Kurven zu zählen. Es sind einige, habe ich auch schon festgestellt. Aber wir haben es unten im, im Team jetzt nicht direkt, aber so bei einem Stück Kaffee und Kuchen haben wir uns da mal die Impression von der Single Mix aus dem Fernsehen da geholt, weil doch zum Hochlaufen, wir müssen jetzt doch sehen, dass wir uns regenerieren. Wir haben ja noch zwei wichtige Wettkämpfe am Wochenende auf dem Plan und da ist natürlich schon cool, so mal so eine Stimmung an der Strecke mal live mitzuerleben, aber da steht natürlich Regeneration im Vordergrund, dass man da frische Beine bekommt, aber wir haben natürlich fest die Daumen gedrückt, dass da die deutsche Staffel so gut wie möglich abschneiden kann. Hat nicht viel geholfen, möchte ich mal sagen, aber war jetzt nicht ganz so, wie wir es uns vorgestellt haben für Erik und auch für Franzi. Aber trotzdem, sie haben ordentlich gekämpft, auch nach dem Start und was dann rausgekommen ist. Aller Ehren wert. Du hast vorhin den umgebauten Bauernhof angesprochen. Und liebe Winterfans, dafür steht Fissmann daheim, dass wir euch zu Hause Einblicke geben, die ihr sonst bei niemandem bekommt. Und wir durften uns in Form von Stefan Schwarzbach bei euch mal etwas umschauen. So leben die deutschen Biathletinnen und Biathleten während der WM. Ja, liebe Biathlon-Fans, herzlich willkommen in Slowenien, in Bled, wobei das nicht ganz richtig ist, denn wir sind etwa 3 Kilometer außerhalb, also nicht ganz direkt am idyllischen See mit der charakteristischen Insel St. Kyrre, sondern auf einem kleinen ehemaligen Gehöft. Und dieses Gehöft ist seit 9 Tagen mittlerweile das Quartier der deutschen Biathlon-Mannschaft. Thorsten Schalk und Fissmann
haben mich gebeten, euch mal mitzunehmen und das Mannschaftshotel vorzustellen. Und weil Fissmann und der Deutsche Skibund seit vielen, vielen Jahren gute Partner sind, öffnen wir mal die Tür, die sonst wirklich keiner geöffnet bekommt. So, man sieht, hier wohnen Biathletinnen, deswegen auch die lustige Verkleidung an der Tür. Hier wird dann Trockentraining praktiziert. Was das genau ist, muss ich euch nicht erklären. Kennt ihr euch ja aus als Biathlon-Experten. So, zweiter Stock. Hier haben unsere Athleten und Athleten ihre Zimmer. Und wir schauen mal rein bei der Maren Hammerschmidt und bei der Denise Herrmann, die sich eine Wohneinheit teilen. Komm schnell rein. Also gute Stube. Oh! Gerade gehen ganz wichtig. So, das ist der Essensraum. Jeder hat natürlich seinen festen Tischnachbarn, seine feste Tischnachbarin. Und deswegen hier auch mit Maske. Hier ist der Bereich, in dem sozusagen die Mannschaft dann auch tatsächlich zusammenkommt. Und trotz Sicherheitsblase, trotz Hygienemaßnahmen sind wir da nochmal zusätzlich vorsichtig. Und wenn wir jetzt rübergehen in den Social Room, sehen wir auch den Dart-Profi Roman Rees. Nicht nervös werden. Er hat immerhin die Scheibe getroffen. Genau. Und da hinten ist dann noch der Kraftraum. Da ist aber heute in der Küche wird natürlich auch schon fleißig gearbeitet. Und zwar von früh bis spät. Ähnlich wie die Techniker, die längsten Tage bei dieser Weltmeisterschaft haben unsere Köche. Christian, was gibt's denn heute Leckeres zum Mittagessen? Zum Mittagessen haben wir Lasagne vorbereitet, vegetarisch und normal. Und zum Abendessen haben wir Riesengarnelen in Currysoße mit Gemüse, Basmati-Reis, Garnelbuffet. Und Dessert natürlich auch. Ich bleib doch noch zum Abendessen. Ja, das will ich auch. Und wie es sich für einen ehemaligen Bauernhof gehört, gibt es natürlich auch Tiere. Der eine oder andere wird es vielleicht in der Berichterstattung von ARD und ZDF schon gesehen haben. Ziegen, Schafe und Glücksschweine, wobei die noch nicht so ganz ihren Job getan haben. Aber mal schauen, vielleicht wird sich das ja in den nächsten Tagen ändern. Ansonsten wird man dann mal mit den Köchen reden. Wie war es denn, Schauen? Schön. Die Ziege ist die da. Die da? Also, am besten muss ich eigentlich sagen, gefällt mir das Pony. Und die zwei Kleinen hier. Sind halt auch wieder ganzen Winter. Oh, Riesengarnelen, du. Es ist wie ein Fünf-Sterne-Hotel. Jetzt hören wir dich leider nicht. Ich habe mal die Chance gehabt, aufzuräumen. Du hast nicht mal die Chance gehabt aufzuräumen, aber ich fand es sehr authentisch mit der Zahnbürste, muss ich ganz ehrlich sagen. Das heißt aber auch, Team Floggy ist wieder vereint, fast vereint. Erklär uns kurz, wer versteckt sich hinter Team Floggy? Ja, das ist schon ein paar Jahre her, wo sich diese kleine Mini-Vereinigung zusammengefunden hat. Ist der Thomas Wigner dabei, also mittlerweile ja mein Freund, und die Maren. Aber über die Begriffserklärung, da wollen wir stillschweigen. Ist Maren zu Hause? Ist Maren auch zu Hause? Die ist, glaube ich, gerade beim Essen. Heute Abend gibt es lecker Burger und ich hoffe mal, die lassen mir was übrig. Oh, dann müssen wir ja ein bisschen schneller weitermachen. Wir wollen auch über dein Leben natürlich sprechen, dass er jetzt nicht so, sage ich mal, 1:1, ja, du kommst auf die Welt und warst erfolgreiche Biathletin. Bei dir gab es ja auch so ein paar Sachen, die jetzt, sage ich mal, ein paar Umwege, die da mit drin waren. Und eins eint dich mit dem Sven, du bist auch mit 12 Jahren ins Internat gegangen. Wie war das für dich in so jungen Jahren, auf einmal weg von daheim? Und haben sie dir auch den Schrank ausgeräumt und die Schokolade geklaut? Das zum Glück nicht. Aber ja, es war schon sehr, sehr jung, aber das war dann halt auch so dem Alter, wo man dann überlegen muss, wechselt man jetzt irgendwie in eine größere Stadt an ein Gymnasium und hat dann so den Fahraufwand, schafft dann aber irgendwie doch nicht mehr den Weg zum Training. Und auch gerade jetzt so, wo ich herkomme, da gibt es schon Schnee und auch Langlauf ist da auch im Verein groß tätig, aber letztendlich so um wirklich so
trainieren zu können. Da müssen wir dann doch den Weg nach Oberwiesenthal halt gehen. Und ich wollte das dann unbedingt. Dann ist auch eine Freundin von mir hoch und dann habe ich gesagt, ja, das wäre jetzt echt noch cool. Und dann, meine Eltern wollten es erst nicht unbedingt. Da habe ich dann aber so lange genörgelt, dass ich dann endlich dann hoch durfte. Und dann war ich dann schon in der 6. Klasse auf dem Internat. Also im Nachhinein betrachtet, denke ich schon, irgendwie war es schon krass früh, aber ich bereue da keinen Tag und es war eine coole Zeit auf jeden Fall. Ich meine, du wechselst ja öfter so mal grundlegend dein Terrain. Das war, glaube ich, auch so. Die zweite Reise ging dann von Oberwiesenthal nach Ruppolding. Das war dann nochmal ein größerer Kulturschock auf einmal mitten in Bayern da unten. Ja, das stimmt. Also 2011 habe ich dann den Schritt ins schöne Bayern gewagt. Da habe ich ja mit der Steffi ja schon ganz gut verstanden, mit der Böhler-Steffi im Langlauf, bin dann so langsam so in diese Nationalmannschaft auch im Training mit reingerutscht und musste dann halt auch irgendwie sehen, dass ich da halt so von Trainingspartnern und von den Gegebenheiten, dass man da einfach nochmal den Schritt macht. Die Leistung hat da einfach zu dem Zeitpunkt ein bisschen stagniert und da habe ich einfach eine riesen Chance gesehen, dass ich da an dem Ort mit den Leuten um mich rum da einfach noch den, ja, so einen Schritt mache, um der Weltspitze näher zu kommen. Und das muss ich sagen, habe ich auch nicht bereut. So ein Tapetenwechsel ist grundsätzlich auch so für die Motivation und für so eine Herangehensweise mal wirklich auch ganz gut, jetzt im Nachhinein auch betrachtet. Da ist man einfach dann wieder mental frisch und hat eine neue Umgebung mal auch so zum Trainieren. Bist nicht immer auf demselben Runden unterwegs, was ja doch sehr, sehr viel am Trainieren. In so einer Ausdauersportart wie Langlauf oder Biathlon und da so eine neue Kulisse und auch mal so ein Trainerwechsel, das kann dann mal ganz gut Früchte tragen. Ja, und Ruppolding, da ist ja dann Biathlon auch nicht mehr so weit weg, möchte ich mal sagen. Gibt es ja auch so ein paar Herrschaften, die diesen Sport betreiben. Aber du hast den letztendlichen Disziplinwechsel auch, und korrigiere mich, wenn es nicht so ist, auch ein bisschen der Mama von Rico Groß zu verdanken. Denn wo ist da der Zusammenhang? Also meine Oma und die Mama vom Rico, die waren zusammen in der Schule und meine Großeltern und meine Mama, die haben sogar mit den Eltern vom Rico zusammen in einem kleinen Bockau im Haus gewohnt. Von daher der witzige Zusammenhang und von daher war ich schon immer sehr interessiert, auch an Biathlon. Klar, mit dem Rico dann natürlich besonders hingeguckt und in Oberwiesenthal am Internat, da gab es ja die Sparte Biathlon auch. Und ich meine, das ist ja sehr trainingsähnlich, da waren wir da auch schon immer mal zusammen unterwegs oder hat sich einfach im Internat ausgetauscht und ich fand die Sportart grundsätzlich schon immer sehr spannend und nach dem Wechsel dann nach Ruppolding, sag mal, da ist natürlich Biathlon groß geschrieben, da ist ja auch der riesen Schießstand und dann klar Freunde und man fiebert mit und dann schaut man mal rüber, wenn man vorbeiläuft und denkt, ach ja, jetzt mal schießen, das wäre schon cool, das würde ich gerne mal probieren und ja, dann hat der DSV ja diese große Initiative gestartet und hat ein paar Langläuferinnen dann 2012 angeschrieben und da wurde so dieser innere Gedanke, da wurde dann immer größer in den Laufe der Zeit und dann irgendwann habe ich gedacht, jetzt wechselst du. Bereut? Nie. Nee. Also okay. Es ist sehr spannend. Ich bin jeden Tag vor neuen Herausforderungen und das macht es im Leistungssport aus. Es ist nicht immer leicht, aber es ist immer cool, irgendwie neue Hindernisse zu sehen und die dann auch zu überspringen. Und das ist halt auch das, was dich da so jeden Tag an der Stange hält. Da kommen wir gleich noch drauf mit dem Springen. Aber Janine, wir haben die erste Frage an dich. Genau, und zwar fragt die Caroline über YouTube, auf welchen Erfolg du aktuell am stolzesten bist. Das ist eine schwierige Frage, aber jetzt so im Nachhinein betrachtet, klar, jetzt läuft es mir auch gerade nicht so leicht von der Hand, aber wenn ich überlege, wie schnell ich eigentlich so den Anschluss so überhaupt an die Weltspitze geschafft habe und wo ich in Östersund meinen ersten Weltcup-Sieg dann gefeiert habe, das war schon irgendwie... Man hat sich das vielleicht immer, das war das große Ziel und das sind so Gedanken, die dich im täglichen Training halt antreiben und auch über die eine oder andere steilere Bergkuppe halt dann drüber bringen und dass ich das dann auch wirklich so schaffen konnte und mir gezeigt hat, der Weg war richtig, die Entscheidung war richtig und es ist so viel möglich. Das war so wie so eine kleine Kehrtwende, weil so von solchen krassen Erfolgen, im Langlauf war ich ja auch ganz gut, aber so ein Weltcup-Sieg ist mir nie gelungen. Und das da an der Stelle in so kurzer Zeit zu schaffen, das war schon enorm, auch jetzt für mich persönlich. Ist man in diesem Moment auch ein bisschen dankbar gegenüber den persönlichen Personen oder auch Partnern, die einen diesen Schritt zugetraut haben, die einen da unterstützt haben? Ich denke mal, der ist ja da, wir sind hier beim Fissmann daheim. Ich denke mal, da denkt man dann schon ein bisschen dran, oder? Definitiv ist es so ein großer Schritt, den man da ja da macht, auch auf so einer Ebene, wo ich im Langlauf schon stande.
erstmal, das war ja wie so ein kleiner Sprung auch ins Nichts. Ich habe schon selber fest dran geglaubt, dass ich das schaffen kann, aber das müssen natürlich die Leute, die dich da unterstützen und die auch mit dir täglich zusammenarbeiten, um diesen Sprung nicht ins Leere zu schaffen, sondern dass das halt wirklich auch so funktioniert, wie man sich das erhofft. Ohne den Partner geht es natürlich überhaupt nicht. Also alleine so einen Sportartenwechsel, das zu vollbringen, also das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Und alleine, dass das so schnell funktioniert hat, das ist auch ein Zeichen der starken Partner und ja, Unterstützung, die man da nebendran hatte. Janine hat eine Frage an dich. Ja, weil es eben eine relativ schwierige Frage war, habe ich jetzt, glaube ich, eine ziemlich leichte Frage für dich. Und zwar fragt die Franzi, was denn so dein Lieblingsschlager ist. Ich glaube, das kannst du relativ schnell beantworten, oder? Ja, früher war es ja die schwarze Natascha, aber ich habe ja jetzt so eine steile Sky-Liste auf Spotify und die wird ja auch wirklich sehr rege geteilt, auch im Team. Und da kommen immer neue, ja, neue Hits dazu und da bin ich wirklich sehr offen, weil man ist ja auch immer in gewissen Situationen, braucht man da auch mal was anderes. Und von daher sind wir da auch über Tipps mal wirklich sehr, sehr froh, weil die Fahrt nach auf die Pokljuka hoch ist sehr lange und da kann man schon den einen oder anderen Song mal durchhören. Wie heißt die Liste auf Spotify? Steil ist geil. Steil ist geil. Also, liebe Winterfans, steil ist geil. Wenn ihr da Tipps habt, Janine ist übrigens auch, die macht von München nach Allendorf 5,5 Stunden Schlager. Ich weiß nicht, ob ich es aushalten würde. Jedem Geschmackssache. Denise wäre dabei, Willen. Da bin ich mir sicher. Denise wäre dabei. Ja. Pass mal auf, Denise, wir fragen jetzt mal eine Begleiterin, die dir mal so den ersten Einstieg ins Biathlon ein bisschen näher gebracht hat, ob die auch Schlagerfan ist. Müssen wir mal schauen. Schau mal, wir haben keinen Überraschungsgast für dich. Hallo, Caro Horchler. Schönen guten Abend. Hallo. Wie schaut's aus mit der Schlageraffinität? Ich bin irgendwie... So. Ja, jetzt bist du gut. Super, sieht sensationell aus. Caro, wie sieht's mit deiner Schlageraffinität aus? Ja, durch Denise bin ich da auf jeden Fall hoch im Kurs. Was ist dein Lieblingssong? Entschuldigung, wenn wir schon dabei sind in der Kürze. Ja, das ist halt doch Helene Fischer. Ja, das war schon unser Titelsong, würde ich sagen. So. Atemlos, ne? Atemlos. Ja, steil ist geil. Das ist quasi alles. Du, Caro, wir haben vorhin schon ein bisschen was über die ersten Schritte von Denise im Biathlon gehört. Sie stellt also hin, als wäre das alles relativ leicht gewesen. Sag uns bitte die Wahrheit, ersten Trainingseinheiten. Da gab es doch das mit dem Orientierungsproblem oder so. Ja, das war halt immer so bei der Trainingseinweisung, wenn dann angesagt wurde, was ansteht für ein Programm und welche Runden und welche Schießreihenfolge. Ja, dass es dann doch die ein oder andere Trainingseinheit gab, ja, wo Denise als letzte losgelaufen ist und als erste plötzlich am Schwund war. Und sie hat ja dann aber auch mal... Überholten einzuholen. Lag es vielleicht auch daran, dass sie mal rechts und links verwechselt hat, also mal falsch abgebogen ist? Ja, wahrscheinlich. Also das kann schon hin und wieder mal passiert sein. Denise, wie war das da? Ich habe mal die Information bekommen, du bist in die Runde falsch rum reingelaufen. Gab's das? Ja, falsch rum. Also ich habe ja schon das geschafft, dass ich zu wenig laufe. Und wie gesagt, das hat mich am Anfang wirklich tatsächlich ein bisschen überfordert. Damit habe ich nämlich nicht gerechnet, dass das... Ja, jetzt dieser Spiegel und dann gibt es ja noch diese Papierscheibe und das sieht ja eigentlich auch noch total gleich aus. Und so mit Crossfire da am Anfang, da ist man ja auch immer ganz hoch im Kurs und irgendwann hat der Trainer mal dann die Runde angesagt und ich kam dann zurück zum Stand. Also, Denise, du hast jetzt hier irgendwie 2 Minuten für die Runde gebraucht, das ist jetzt schon ein bisschen schnell. Ich so, ich glaube, ich habe ein bisschen abgekürzt, aber unabsichtlich. Ich glaube, das war falsch. Es gibt ja auch ein paar so kleine Laster, die man hat. Caro, wie sieht es mit der Pünktlichkeit von Denise aus? Prinzipiell ganz gut, aber bei uns ist das, wenn 8.30 Uhr auf dem Trainingsplan steht, heißt das bei uns 8.30 Uhr parat auf der Matte. Und ja, Denise wusste das nicht unbedingt und kam dann 8.30 Uhr in den Schießstand rein, gerauscht. Oha, schon alle da, schon wieder die Letzte auf der Matte. Das waren halt so diese Anfangsschwierigkeiten, wo 8.30 Uhr so oder so war. So, jetzt hat die Caro ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern dürfen. Denise, du darfst zurückschießen. Gibt es denn auch irgendwas, was wir über Caro wissen müssten?
nur Gutes. Ja, wir kennen uns ja auch schon eine Weile. Wir haben ja schon auch den ein oder anderen Bundeswehrlehrgang oder anderen sogar Grundausbildung da miteinander durch. Da gab es schon die ein oder andere Szenerie. Ja, jetzt raus damit. Komm, wir Aber sind unter uns. Das ist die Fissmann-Familie. Caro, die ist immer so brav. Ja. Wobei, was aus dem Nähkästchen muss ich schon plaudern. Also, wir haben ja so am Saisonende da, also dieses Jahr vielleicht nicht, aber sonst, da fiebert man ja schon immer richtig dann mal drauf hin, dass man jetzt auch mal richtig die Sau rauslassen kann und die Schlager nicht nur im Auto zur Strecke, sondern auch mal laut in einer größeren Örtlichkeit hören kann und dass man da auch mal ein bisschen feiern kann. Und ich weiß noch, ich weiß nicht, war das vor 3 Jahren, glaube ich, da kam Caro gerade aus Russland wieder, da hat sie erst mal schön 2 Flaschen Wodka. Das war's, bevor wir uns begrüßt haben im Hotel, hat sie erstmal die 2 Flaschen Wodka auf den Tisch gestellt. Und ich habe gedacht, okay, läuft. Ja, wenn man aus Russland kommt, muss man ganz ehrlich sagen, das ist die Grundnahrung. Das ist, Ja. also, da, Caro, wir müssen aber auch noch ganz kurz über dich sprechen. Wir haben ja über Comeback gesprochen. Die Comeback-Qualitäten musst du jetzt in diesem Jahr ganz, ja, ganz schwer beweisen. Letztes Jahr so erfolgreich gewesen, dieses Jahr dann diese Geschichte mit der Rippe, die dir keine Ruhe gelassen hat, die ganze Saison kaputt gemacht hat. Wie geht's dir und wie weit bist du denn schon wieder? Ja, also aktuell geht es mir richtig gut. Ja, das kam natürlich jetzt alles anders als geplant. Also dadurch, dass die Rippe dann im Anfang August im Lehrgang zum zweiten Mal gebrochen ist, ja, mussten wir dann halt schauen, okay, wie läuft jetzt alles weiter? Wie machen wir den Aufbau? Und ja, ich konnte dann ab Dezember wirklich wieder planmäßig trainieren und bin seitdem auch durchgängig richtig gut durchgekommen und bin halt komplett im Aufbautraining. Und ja, das läuft richtig gut. Aber ja, die große Absicht, ja, liegt jetzt erst, oder der Fokus liegt jetzt erstmal gerade aktuell nicht auf Wettkämpfen, sondern wirklich auf dem Aufbau, dass ich halt alles wieder richtig gut machen kann. Und ja, dass ich dann für mein großes Ziel, was in 12 Monaten hoffentlich stattfindet, ja, parat und wieder richtig stark zurück bin. Olympia Peking, wie ist da bei euch so? Telefoniert ihr da öfter miteinander? Denise, gibst du da immer auch ein bisschen mental Rückendeckung, dass du sagst, komm, pass auf, geht schon wieder, wenn einen Durchhänger hat? Macht man sowas bei euch? Also dieses Jahr ist ganz verrückt, weil Caro und ich, wir haben uns ja wirklich schon sehr, sehr oft im Training gesehen, haben wirklich sehr viel auch miteinander trainiert, aber dieses Jahr lief alles irgendwie nicht so parallel, sondern sehr versetzt und da blieb natürlich schon auch aufgrund der ganzen Corona-Sache oft ja nur mal das Telefon mit der Kommunikation, aber ich freue mich schon, wenn sie endlich wieder live und hautnah dabei ist, dass man da wirklich wieder auch ja, ein bisschen wieder was miteinander erlebt und sich auch austauscht. Und wir sind ja relativ gleich alt, dass man da auch so ein großes Ziel zusammen irgendwie anvisiert und das auch zusammen dann erlebt. Da freuen wir uns auch drauf. Caro, danke schön, dass du hier unser Überraschungsgast warst. Und toi, 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 alles Gute. Spätestens in Peking. Danke. Sehen wir uns. Ja. Denise, wir haben noch eine Ciao. kleine Aufgabe für dich. 129 durch 3 ist. Wie bitte? 129 durch 28. 3 ist. Oh, ja, jetzt kommst du bestimmt auf Erik Frenzel zurück, hä? Wie viel ist 129 durch 3? Du hast bitte schön Mathe-Leistungskurs. 129 durch 3 ist. Gott, 3 und Kopfrechnen. Wie gesagt, das ist auch schon eine 40. Weile her, ne? 43. Genau, aber ich komme auf den Erik Frenzel, okay? Lass mal das. 43, Erik Frenzel, der hat da immer von deiner Mathe-Leidenschaft profitiert. In welcher Form? Ja, Mathe assoziiere ich auch wirklich ausschließlich mit dem Erik. Ja, der Erik, der war ja schon gefühlt mit 12 Jahren bei der ersten WM dabei und wir waren zusammen ja in der Klasse, da wurde Erik dann auch dann ans Internat kam und irgendwann wurde ja, so gefiltert, diese Sportklasse, dass wir unterm Strich nur noch zu viert waren. Und ja, der Erik war ja sehr oft nicht da, deswegen brauchte er sehr viel Stoff, wo er, oder ja, so eine kleine Sekretärin will ich es jetzt mal beschreiben, die immer fleißig mitgeschrieben hat und ihm auch mal auf dem Internat das ein oder andere erklärt hat. Und das war dann immer ganz nett und lustig. Und ich habe mir schon gedacht, oh, das ist beim Erik, der war so oft nicht da, das sind die Prüfungen, alles so funktioniert. Und am Ende hat er alle abgezogen. Weil er abgeschrieben hat. Stimmt das? Nee, er hat es, glaube ich, einfach er hat es einfach dann doch besser gekonnt. Also wir haben ihm da nur das Grundgerüst gegeben, aber irgendwie hat er dann doch die paar Kniffe mehr drauf gehabt in der Prüfung. Wir Ja, werden das, da wir haben werden wir da uns nochmal schwer nachfragen, getan. weil nächstes Mal bei Fissmann daheim ist er nämlich unser Gast und da werden wir dann nochmal ein bisschen vertiefen. Also Erik Frenzel hat von dir profitiert, du hast von Markus Eisenbichler profitiert und zwar beim Thema Skispringen.
Da die Song gesagt, gehen wir mal in mein Metier. Ich habe Angst. Wir haben eine ganz schöne, ganz schön Winkel schon drin, ne? Ja, da stehst du genau. Schon voll. Oh, und du, oh Gott. Hast du ja noch. Warte mal, ich habe das hier schlecht zugemacht, das muss ich jetzt nochmal hier verbessern. Und jetzt hast du die Keile noch. Ach, das auch noch? Genau. Da stehst du also nur im Oberschenkel drin, da falle ich doch gleich um. Halleluja. Wie viel Zentimeter ist denn das dick? Ungefähr 3,5. Da kann man gar nicht mehr gehen, oder? Ja, ist schwierig. Ah, deswegen sieht das auch mal so aus, als ob du die Hose geschüttelt, wenn er da auf dem Bike geht. Ja, du gehst so praktisch auf die, so auf die Fersen, nur auf die Fersen gehen. Also. Genau, genau. Gehen wir in die Anfangsposition. Da tiefer, genau. Nein, nicht ganz so tief. Also da entspannt, aber trotzdem da runter zum Oberschenkel hin. Genau, tiefer, tiefer. Mir brennt es jetzt schon. Ja, genau. Das wäre eigentlich schon mal ganz gut. Ja, komm, ein bisschen Challenge machen wir jetzt. Machen wir ein bisschen höher. So, noch ein bisschen. Du darfst auch zwei Schritte Anlauf nehmen. Okay. Ah, jetzt hast du jetzt zaghaft. Zaghaft. Ja, ja. Zack! Ja, locker! Wieder so. Und dann, komm. Du hast mir halt auch extrem gefordert. Ja. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Doch. Das darfst du nie denken. Das machst du ja auch nicht beim Schießen. Nee. Das darf ich nicht. Jetzt komm. Locker. Das ist, glaube ich, so meine Übung. Komm. So, auf geht's, Denise. Komm. Jawohl. Aber locker. Komm. Ah. Das ist stark. Das ist arg. Das ist wirklich arg. Der war Schulterhöhe, oder? Das ist wirklich verrückt. Also wie hoch die springen, da meinst du, es ist so ein Flummiball. Und also da wird es mir ja schon ganz schwindelig, wenn ich das schon sehe. Vor allen Dingen, wenn man selber mal probiert hat, da so eine gewisse Höhe zu überwinden, dann merkt man erstmal, wie schwierig das ist oder wie hoch die Erdanziehungskraft ist. Und wir müssen sagen, der Eiser ist ja ein mega Motivator. Der müsste eigentlich Coach werden, oder? Doch, der hat mich schon wirklich gut motiviert. Aber ich habe dann gedacht, ich habe einfach zu viel Gewicht. Also wenn ich jetzt leichter wäre, würde ich locker drüber kommen, aber... So mit diesen Oberschenkeln da. Ach, ja, wir brechen heute lauter Tabuthemen. Wir reden über das Alter von Frauen, wir reden über das Gewicht von Frauen. Wir wollen jetzt ein bisschen über Mode reden. Und zwar, ganz einfache Frage, würdest du High Heels bevorzugen oder die Skisprungstiefel? Ich habe ja beides nicht ganz so oft an, aber ich muss sagen, diese Skisprungschuhe waren schon sehr, sehr unbequem. Das habe ich mir auch nicht so vorgestellt. Von daher würde ich schon eher auf den High Heel gehen. Weil das war auch muskulär ganz schön anstrengend, da überhaupt gerade zu stehen oder das länger wie 5 Minuten durchzuhalten. Ich würde mich bei beiden schwer tun wahrscheinlich, möchte ich mal sagen. Wir haben den zweiten Outfit-Check, möchte ich mal sagen. Wir gehen jetzt mal in die Oberbekleidung und da haben wir Camouflage Grün anzubieten. Und zwar, wunderbare Bundeswehrzeit, gell? Ich war leider Zivildienstleistender, ich bin der Klamotte entgangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Denise, und wir haben jetzt für unsere Winterfans ein kleines Rätsel, wenn ihr mal genau hinschaut. Die Denise findet ihr raus, aber es ist noch ein zweiter Biathlet mit dabei. Er ist auch sehr erfolgreich und mit Denise bei der Bundeswehr gewesen. Kennt ihr ihn? Seht ihr ihn? Wenn nicht, dann helfen wir euch ein bisschen drauf. Wir sagen herzlich willkommen, Benny Doll. Hallo der Herr! Hallo, servus, grüß euch. Grüße dich, wir haben gerade über deine gemeinsame Bundeswehrzeit mit Frau Herrmann gesprochen. Und Benny, wir müssen noch ganz kurz auflösen, wo du in dem Bild überhaupt zu finden bist. Wir können es nochmal, schau mal. Also da ist Denise und drunter ist Benny Doll auf diesem einen Bild und auf dem anderen, Janine, zeig uns. Janine. Also hier haben wir Denise. Benny, hier müsstest du sein, wenn ich nicht alles falsch mache. Und hier hätten wir auch noch einen Erik Frenzel. Benni da, oder? Ja. Bin ich richtig? Schon, gell? Geile Truppe. Ich bin gerade am Überlegen, das war doch der Feldwebel-Lehrgang, oder? Nee, ich ja, Erik, ja, du bist doch auf dem Feldwebel-Lehrgang gar nicht Feldwebel geworden, also. Nicht Feldwebel geworden? Sehr nett. Nee, weil ich vorbildlich bin und die... einen Laufbahnlehrgang nach dem anderen gemacht habe, konnte ich noch nicht sofort befördert werden. Und die Denise, die ist ja ein paar Mal auch durchgefallen bei den Bundeswehrlehrgängen. Hat sie sicherlich schon gesagt, oder? Nicht? Ja. Naja, mach weiter. Wir reden gleich über dein Image. Wir reden jetzt mal über dein Image, gell? So wie er immer sich darstellt, so ist er meistens gar nicht, weil man hat gesagt, ja, weil die Denise ist nur deswegen durchgefallen, weil du die
Prüfungen absichtlich so unleserlich geschrieben hast. Das wird mir heute immer noch vorgeworfen, aber ich habe eigentlich ja, perfekt geschrieben und die Denise, dass sie das dann mit Biathlon geschafft hat, mit ihren schlechten Augen. Denise, was war die Wahrheit? Sag sie uns. Jetzt komm. Also deine Schrift, da kann man ja wirklich 2 Zentimeter über dem Blatt hängen und kann immer noch kein Wort lesen. Ja, ich habe gedacht, man macht eine Kameradschaftshilfe. Die man kann nicht alles haben. Man kann nicht April ein bisschen die Zeit genießen und auch noch lernen für die Bundeswehr. Da habe ich gedacht, er lernt die Hälfte, ich lerne die Hälfte und wir ergänzen uns da so ein bisschen. Also wobei, mein Benni, man muss dir ein bisschen zugute halten. Du hast dir dann wenigstens in den Biathlon-Sport eingeführt. Du hast dir mal ein bisschen erklärt, wie man so ein Gewehr bedient, oder? Also da warst du dann schon wieder vorn dran, hast wieder was gut gemacht. Ich habe es versucht, sie zu unterstützen in jeder Hinsicht. Also wenn sie einen Tipp gebraucht hat, habe ich... Aber jetzt erzähl mal, da kommt so eine Langläuferin zu dir und sagt, bitte lernen wir mal das Schießen. Was denkst du dir dabei? Ja, so war es jetzt auch nicht. Also ich glaube, der Gerald Hönig hat da sehr viel Energie und Zeit reingesteckt. Aber ich glaube, das kann die Denise auch am besten selber erzählen. Ich glaube, so die ein oder andere... Den ein oder andere Frage, wie mache ich denn grundsätzlich was, Standablauf oder so ein paar Details, die man erst mal ein bisschen rauskriegen muss. Da habe ich, glaube ich, ihr geholfen, aber das ist die große Arbeit, hat einmal sie selber geleistet, glaube immer viel Trockentraining auch gemacht, bis in diese Routine reinkam und auch die Trainer. Denise, was hast du Benni zu verdanken? Also ganz viele lustige Momente, aber wirklich, ja, wenn es so drauf ankommt, dann, also man kann sich grundsätzlich sehr immer auf den Benni verlassen, aber hat trotzdem auch so das Quäntchen Lockerheit, was man dann auch wieder braucht im Wettkampf. Und es ist einfach cool, ja, mit so jemandem dabei zu sein, auch wenn er einen nicht immer abschreiben lässt. Er lässt sich nicht locker mit dem Thema, gell? Der stochert sich immer wieder rein. Benni, du verankert. Benni, du hast aber auch mal ein sehr großes Lob an die Denise ausgesprochen. Du hast dir mal den perfekten Biathleten zusammengestellt und hast du gesagt, laufen, Denise, schießen, Daniel Böhm. Ja, also Daniel hat schon immer richtig gut geschossen und die Denise hat es läuferisch auch auf jeden Fall richtig drauf. Und das werden wir jetzt die kommenden Tage noch sehen. Denise, wie sieht dein Baukasten für den perfekten Biathleten aus? Gar nicht so eine einfache Frage. Also da muss ich mal so rein. Brauchst nur eine Person nennen. Das bin ich nicht. Das ist wirklich schwierig zu sagen. Muss ja da seinen eigenen Weg finden. Aber gerade muss ich da mal ein bisschen nördlicher gehen. Also laufen wie Johannes Thingnes Bö. Aber schießen würde ich dann doch gern wie Laura, aber so ein cooler Typ sein wie Benni Doll. Ja, das ist doch auch cool. Den Effekt haben wir ja noch gar nicht vergessen, neben der Strecke, dass man da auch mal ganz locker bleiben muss. Denise, danke, dass du uns so schön hier ein paar Sachen aus deinem Leben erzählt hast, dass du locker drauf warst auch. Und wir wünschen dir alles Gute fürs Wochenende. Toi, toi, toi. Steht ja noch ein bisschen was an. Ein paar Medaillen sind da noch zu vergeben und du darfst dir gerne ein paar greifen davon. Ich versuch's. Dankeschön, Denise. Und wir, Benni, weil wir gerade mal drüber gesprochen haben, wegen Vortäuschung falscher Tatsachen. Also du machst ja immer gerne so ruhig und ausgeglichen und so. Und, ja, bist du das wirklich immer? Ich glaube nicht, dass ich immer ruhig und ausgeglichen mache. Ich bin grundsätzlich jemand, den man nicht aus der Ruhe oder nur schwierig aus der Ruhe bringen kann. Da ich immer alles recht positiv sehe und dann schon versuche, irgendwie schon eine Lösung zu finden, als mich jetzt über irgendwas aufzuregen. Aber so ein ruhiger Mensch bin ich jetzt eher nicht. Also ich wirke, ja, vielleicht wirklich nach außen ruhiger, aber ich eher bedacht, würde ich das bezeichnen. Hast du denn früher andere aus der Ruhe gebracht? Ja, auf jeden Fall, da habe ich genug aus der Ruhe gebracht. Also ein langweiliges Kind war ich, glaube ich, nicht. Ich war schon immer sehr energiegetrieben und sehr ungeduldig und musste immer was machen. Und das ist heute eigentlich auch noch so. Und ja, haben sich alle dran gewöhnt. Und ich glaube, ich auch ganz förderlich, wenn man nur im Leistungssport irgendwelche Schlafkappen im Team hat, ich glaube, da kann man nichts erreichen. Ja, wir wollen das jetzt noch bitte bestätigt haben von einer Dame, die du auch sehr gut kennst. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Dagmar Bettinger. Hallo. Ah.
Hallo zusammen. Dagi. Hallo Benni. Hi Dagi. Bisschen aber nett. Hi Benni. Ich habe gehört, ihr telefoniert regelmäßig, so alle Woche einmal. Ist das noch so geblieben, so der Rhythmus bei euch beiden? Telefonieren jetzt, weniger. Ja. WhatsApp geht ab und zu mal ab. Ja? WhatsApp geht genau. Ab und zu mal ab. Ja. Das finde ich. Frau Bettinger, weil er gerade gesagt hat, naja, in der Jugend ab und an hat er dann schon mal jemanden aus der Ruhe gebracht. Ich glaube, der liebe Benni wurde zu Ihnen gebracht, um etwas ruhiger zu werden, oder? Wie war das damals? Erst Kontakt mit ihm? Der allererste Kontakt war, er musste bei mir Alpin fahren lernen. Dann habe ich bei seinen Eltern im Hotel angefangen zu arbeiten und da meine Jungs zum Biathlon sind, hat seine Mama irgendwann gesagt, du nimm den Benni und die Steffi mit, dann haben wir daheim die Ruhe, zweimal in der Woche. Aus der Ruhe ist aber dann bei Ihnen nichts mehr geworden. Sie hätten Benni beinahe mal aus dem Bus geworfen. Ja, Benni ist oder war früher ein Gispel, sagt man bei uns im Schwarzwald. Er war also immer was? Sehr Entschuldigung, für uns? Ein was? Ein Gispel. Okay. Und der ist also immer sehr in Bewegung gewesen. Und ich war ein Typ, der gesagt hat, wenn im Bus muss Ruhe herrschen, ich habe 6 Leute im Bus und wenn ich fahren muss, muss Ruhe herrschen. Und das konnte Benni an für sich nie. Er konnte nicht ruhig sein. Und es war auch so üblich, dass wenn ich was dreimal gesagt habe, war Schluss. Dann habe ich ausgeführt, was ich angedroht habe. Und ihm habe ich immer angedroht, er muss jetzt heimlaufen. Und dann haben wir angekautelt, 10 Kilometer von daheim, an einem Wanderweg. Weil er wieder mal unmöglich war. Und dann habe ich gesagt, Benni, aussteigen, da den Weg, also über die Brücke auf den Weg, 10 Kilometer bist du daheim. Da kann es also nur seiner Schwester zu verdanken, die ihm mir gut zugesprochen hat, ihn wieder einzuladen. Angeklagte, was sagen Sie zu Ihrer Verteidigung? Nee, es stimmt schon. Die Dagi hat immer sehr viel Geduld aufgebracht. Ja, vielleicht war das Training ja auch nicht anspruchsvoll genug, dass ich noch so viel Energie hatte, um mal diesen was zurückzuschmeißen. Aber ich habe tatsächlich gerade eben, als du da so ein bisschen drauf angespielt hast, mit diesem eher ein Unruhiger oder die Kindheit, habe ich an diese Situation wieder gedacht. Und jetzt überraschend, oder jetzt weiß ich auch, woher deine Ausrichtung der Frage gerade kam, dass die Dagmar da in der Leitung ist. Hätte ich nicht gedacht, freut mich auf jeden Fall sehr. Dagmar, es war der Benni ja fast schon wie ein dritter Sohn, oder ist wie ein dritter Sohn für Sie, oder? Ja, wenn Sie jemanden zweimal die Woche mitnehmen zum Training, ihm am Anfang auch trainieren und dann bei seinen Eltern im Hotel arbeite, wo er ja mit drin rumlaufe ist, dann ist das irgendwann wie so ein dritter Sohn, ja. War die Dagmar da auch ein bisschen mitverantwortlich? Wir kommen gleich noch auf deine Geschichte von deiner Jugend bis zum Biathlon-Weltstar. War die da auch ein bisschen mitverantwortlich, dass es so weit gekommen ist? Ja, auf jeden Fall. Irgendwie muss man ja, sag ich mal, sonst wäre ich nie zum Biathlon gekommen. Hinterzarten ist ja so ein riesen Skisprung-Mekka. In Breitnau ist Skisprung auch auf jeden Fall ein großes Thema. Und Biathlon war jetzt grundsätzlich im Schwarzwald nie so riesig und vor allem in Breitnau hat das eigentlich im Ursprung erstmal gelebt, nur mit den Bettingers. Und dass die Dagmar, also da die Zeit aufbringt, zweimal in der Woche Training zu machen und auch an den Notschrei zu fahren, das sind allein Fahrzeit waren das 1,5 Stunden und dann noch 1,5 Stunden, 2 Stunden Training und die Zeit muss erstmal jemand aufbringen und wäre das nicht stattgefunden, wäre ich wahrscheinlich nicht zum Biathlon gekommen. Wo verfolgen Sie den Benni denn, wenn er beim Weltcup auf der Strecke ist? Sind Sie da jedes Mal live mit dabei am Fernsehschirm? Am Fernsehschirm, ja. Wirklich nur am Fernsehschirm. Und wenn ich das richtig sehe, mögen Sie Kuckucksuhren, oder? Nicht ich, mein Mann. Ach, Ihr Mann! Sonst hätte ich den Benni jetzt gefragt, Benni, du könntest mal im Blät schauen, ob die da auch noch irgendwie eine ganz außergewöhnliche Kuckucksuhr haben, vielleicht so als kleines Reisepräsent und als Dankeschön auch, dass sie sich heute Abend für uns Zeit genommen haben. Möchtest du noch was sagen, Benni, zu ihr? Nö, vielen Dank und wir hören uns. Ach so, das geht dann über WhatsApp dann wieder bei euch beiden. Genau. Vielen Dank, ja, Frau Bettinger. Wir sehen uns ja auch so wieder, Benni. Tschüss. Auf jeden Fall. Einen schönen Abend Ihnen noch und danke, dass Sie den kleinen Spaß mitgemacht haben.
Benni, wir haben auch. Hast du was für Benni? Ja, tatsächlich habe ich eine Frage, Benni. Ihr Männer standet ja jetzt in der letzten Woche ein bisschen unter Beschuss, gerade in den sozialen Medien. Wie geht ihr denn mit solchen Kommentaren um? Fragt hier die Katrin. Ich habe keinen Kommentar gelesen, also Das ist die beste Variante, finde ich. ja, ich hab mich damit nicht beschäftigt. Wollte erstmal selber wieder das Selbstvertrauen am Schießstand herkriegen und das steht dann erstmal im Fokus und darum habe ich da jetzt nicht groß gelesen und agiert. Da war er wieder, der tiefenentspannte Benni. Genauso ist richtig. Benni, wir haben ein bisschen, vielleicht siehst du das jetzt gleich, wir spielen dir jetzt gleich ein paar Bilder aus deiner Jugend dazu. Als kleiner Biathlet, wie du da die Berge hochgesprungen bist, vielleicht kannst du uns kurz erzählen, wo das war. Kennst du das noch? Ja, das war im Schönwald. Also das ist jetzt wieder ein anderer Ort. Und ja, ich bin gerade am Schmunzeln, ich habe euch nur dieses Video geschickt und ich war gespannt, ob ihr die richtige Person raussucht, weil als Kind sieht man ja schon immer ein bisschen anders aus, aber Haben wir ja, es dann geschafft? doch, habt ihr gut rausgefunden. Ja. Ja, nee, das war, wir haben im Schwarzwald zwei Stützpunkte. Das ist einmal der Notschrei, da trainiere ich jetzt aktuell. Da habe ich dann mit der Dagmar als Kind auch trainiert. Und zwischenzeitlich war ich dann mal in Furtwangen auf der Robert Gerwig, also auf dem Schiendernat. Und da habe ich dann in Furtwangen trainiert. Das ist dann nochmal eine andere Anlage. Und da waren jetzt Bilder von beiden Standorten. Auch mit dir wollen wir kurz darüber sprechen. Es war ja nicht immer so, dass du als Weltcup-Biathlet geboren wurdest, sondern das war ja auch ein Weg, der jetzt nicht schnurgerade ging. Du bist damals auch mal aus dem Kader rausgeflogen, weil du irgendwie auch zu klein warst und zu schmächtig und auch Probleme damit hattest beim Schießen. Also wie war das damals? Ja, also es war schon. Es war noch in der Schülerzeit, also die Schülerzeit geht bis man 15 ist. Und da war es dann schon so, ja, dass viele halt, also da ging es viel über die körperliche Entwicklung und mein Körper war einfach noch immer dann 2, 3 Jahre jünger als die von manch anderen Sportlern. Und da ist man dann schon immer oft hinterhergelaufen und dann habe ich auch nicht so toll geschossen. Das Resultat war halt, dass ich dann auch irgendwie leistungsmäßig natürlich in diesen Schülerkadern, in diesen Schwarzwaldkadern keinen Platz mehr gefunden habe. Aber für mich, ja, war es trotzdem kein Grund aufzuhören, weil es war einfach eine super Gruppe und wir hatten da viel Spaß miteinander. Du hast dann auch sehr viel mit deinem Papa trainiert. Das war immerhin ein Ultraläufer, 100-Kilometer-Läufer. Herzlichen Glückwunsch. Das war ziemlich eintönig, glaube ich, oder? Immer laufen, laufen, laufen. Ja, also das, was mein Vater gemacht hat, das ist wirklich nichts für mich. Also diese Langstreckenläufe, die sind einfach zu lang. Ich glaube, so bis 1 Stunde Wettkampfzeit komme ich ganz gut mit zurecht und taugt mir ganz gut. Die Trainingsphasen oder das Training mit meinem Vater war natürlich jetzt nicht so eintönig und monoton. Wir haben halt zweimal die Woche eben am Notschrei trainiert, da ist die Dagmar mitgefahren und er hat dann auch für die Schiedsrichter als Kindertraining gemacht. Und so hat jedes Elternteil eigentlich dazu was beigetragen, dass man ja diesen Sport nachgehen konnte. Und ja, meine Eltern, Familie ist grundsätzlich sehr sportlich und da haben wir im Urlaub auch immer sehr, sehr viel Sport gemacht. Naja, ich habe gehört, Urlaub war nicht, es war eher Trainingslager. Ja, also für mich als Jüngster war es manchmal schon, es waren dann schon lange Touren, wo ich dann schon müde danach war. Meine Schwester war da schon immer 2 Jahre älter, der ging es ein bisschen leichter, aber wir haben deswegen auch sehr, sehr viel erlebt. Um so erfolgreich zu sein wie du, jetzt an deiner Person festgemacht, was würdest du sagen, wie viel Prozent ist Talent und wie viel Prozent war dann wirklich die harte Arbeit? Ja, die Frage ist, Talent, wie weit oder wie kann man Talent formen? Und ich glaube, wenn man da schon wirklich mit 4 erste Mal auf dem Ski steht und viel in der Natur ist, viel Bewegung hat, glaube ich, ist das auch einfach ganz wichtig für die körperliche Entwicklung. Das kann man dann vielleicht mit 20 sogar als Talent abtun, weil man einfach frühzeitig den Körper so entwickelt hat. Aber ja, ich würde sagen, Training. 80%, 70% und Talent 30%. Also mit dem Training kann man schon viel bewirken. Janine hat eine Frage für dich. Ja, genau. Die Lisa fragt, wo dein Spitzname Rennsemmel herkommt. Also Rennen ist klar, aber was hat es denn mit Semmel auf sich? Kam Das bestimmt sagt zur man, das ist doch ein Bundeswehrzeit, oder? Sprichwort.
Das ist ein Sprichwort. Die Denise benutzt es ganz gern, aber ich weiß nicht, ich glaube, der Andi Stitzel hat es mal in die Welt gesetzt, in irgendeinem Interview, und dann gefällt es den Kommentatoren und die nehmen das dann auf und so entsteht was, aber ich kann es gar nicht genau sagen. Wobei ich schon lange nicht mehr gehört habe, die Rennsemmel auf ARD und ZDF, muss ich ganz ehrlich sagen. Je älter und reifer man wird, desto weniger zieht der Spitzname, glaube ich. Aber du, Benni, wir haben jemanden jetzt noch bei uns hier in der Leitung, der hat in der Jugendzeit auch nicht unbedingt die gerade Linie gehabt. Der hat ähnliche Probleme gehabt, auch dass er da in die erfolgreiche Spur reinkommt. Und jetzt ist er auf einmal gestern Vize-Weltmeister geworden. Hallo, wir sagen schönen guten Abend an Peiffer. Normalerweise müsste jetzt hier großer Jubel aufbranden, wenn wir ein Studio hätten und wir sagen, herzlichen Glückwunsch zu Silber, Arndt. Dankeschön. Das ist mal emotional. Arndt hat gestern gefeiert und zu Silber gab es gestern, wir haben das Bild hier, auch noch eine kleine Kalorienbombe. Oh ja. Ich habe immer, wenn es um Küche geht, Herrn Doll in Verdacht. Nee, der hatte, glaube ich, nicht genug Zeit. Und wem ist der Kuchen? Unsere beiden Köche haben wir den gebacken. Der war, ist ein Schokokuchen. Obendrauf sieht man, glaube ich, die Granatapfelkerne. Und den haben sie relativ spontan kredenzt. Und der wurde dann brüderlich geteilt im ganzen Team. Gab sozusagen relativ wenig für jedes einzelne Mitglied. Hast du was abbekommen, Benni? Mir wurde was angeboten, aber ich habe ihn zu spät gesehen und da war ich schon satt. Apropos, gehen wir nochmal den Kuchen, bitte. Können wir den Kuchen nochmal haben? Arndt, es ist ja in deiner Karriere schon 23.000 Mal vorgekommen, dass du Herr Pfeiffer genannt wurdest, oder? Das ist ja ein Alter. Aber dass jemand deinen Vornamen dann falsch schreibt mit DT und ihr das versucht dann irgendwie zu korrigieren, das ist neu. ich habe das T dann mal schnell weggeleckt. Also meistens wird irgendwas mit meinem Namen immer falsch geschrieben und manchmal ist es tatsächlich so, dass sich die Leute auf den Nachnamen konzentrieren und ganz stolz sind, den richtig geschrieben zu haben, und dann geht es beim Vornamen schief. Du hast auch eine Version. Was hast du? Ja, Arndt, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst oder ob du es damals überhaupt mitgekriegt hast. Junioren-WM 2008 in Ruhpolding, da wurdest du bei Eurosport als Anton Pfeffer ausgerufen. Das ist mir so in Erinnerung geblieben, weil ich wusste nicht, wie man so weit daneben liegen kann. Anton Pfeffer? Ja, Arnold Pfeffer war auch schon dabei. Also es ist, gibt viele Abweichungen. Benni, da ist die Rennsemmel ja noch Kindergeburtstag dagegen, wenn du dir ständig mit deinem normalen Namen... Wir haben 2008, das war ja sozusagen auch der erste Berührungspunkt von euch beiden, oder? Auch Junioren-WM 2008 und vor allem auch mit dieser jungen Dame hier, oder? Ja, Janine war auch dabei, Maren war auch dabei. Da waren einige dabei. Es war eine grandiose JWM, würde ich sagen, in Ruhpolding damals. Wie war das erste Kennenlernen von euch beiden jetzt im Kader, wenn man da im Kader aufeinander stößt? Benni? Arndt? Ja, also der Arndt, der war da schon noch ein riesen weit entferntes Objekt, ein Star. Nein, also war schon, ich war ja da bei der Jugend bin ich noch gestartet, er schon bei den Junioren, und da sind es dann schon große Altersunterschiede, also da sind es schon die ganz, ganz Großen, und man hat da schon sehr, sehr viel Respekt vor denen. Hast du den kleinen Doyle überhaupt wahrgenommen, Arndt? Klar, ja, der konnte ja schon extrem schnell laufen. Das hat er schon immer gekonnt. Rennsemmel kommt übrigens eigentlich eher so aus dem ostdeutschen Raum. Also ich kenne das aus Oberhof. Das ist der Begriff, den der Marc häufig verwendet, auch schon vor Bennys Zeiten gab es immer mal so ein paar Norweger, die als Rennsemmel bezeichnet wurden. Zum Beispiel der Frode Andresen oder Ronny Hafsas und so ein paar, die waren dann immer die Rennsemmeln, und Benny stand diesen Athleten in nichts nach und wurde dann sozusagen auch zur Rennsemmel gekürt. Tada, Benny, jetzt weißt du, wo du deinen Spitznamen her hast. Siehst du? Hier kann dir geholfen werden bei Fissmann daheim. Da haben wir das jetzt auch mal geklärt. Es ist so, Arndt, du hast nach dem Silber gesagt, das tat richtig gut. Das klang sehr, sehr, sehr erleichtert. Ja, ich war natürlich erleichtert, dass es geklappt hat. Gerade im Einzel ist es natürlich auch so, ja, da kann eigentlich auch gegen Ende des Rennens noch relativ viel schief gehen. Und dann ist man in erster Linie erleichtert. Natürlich freue ich mich. Und ich habe mich auch gefreut, dass die Mannschaftsleistung gestern
wirklich gut war. Also wir waren zu dritt unter den Top 10 und haben da gezeigt, was wir können, wozu wir imstande sind. Benny hat eine Top-Laufzeit gehabt und das ist uns im Sprint und in der Verfolgung eben nicht gelungen. Und das hat mich schon auch gewurmt. Da haben wir uns sozusagen deutlich unter Wert verkauft und deswegen glaube ich, dass der Einzel jetzt schon ein bisschen Balsam war, dass er vielleicht auch unser Selbstbewusstsein wieder ein bisschen gestärkt hat, auch gerade am Schießstand. Benny hat es ja auch gesagt, der auch gestern auch super geschossen hat. Ja, es war irgendwie so ein bisschen, oh, es war ein Schritt in die richtige Richtung und auch ein kleines Erfolg oder ein Erfolgserlebnis. Man kann natürlich die vergangenen Rennen nicht ungeschehen machen, aber man kann natürlich immer wieder versuchen, es beim nächsten Mal besser zu machen. Wir schauen nicht zurück, wir schauen nach vorne. Wir sind ja bei Fissmann sehr positiv denkende Menschen und deswegen schauen wir vor allem auf die Staffel. Lieber Benny, dir macht Staffellauf besonders viel Spaß. Fast mehr als alleine unterwegs zu sein, oder? Also zumindest hast du Ich sehr viel finde Spaß an der es Staffel. auf jeden Fall, ich finde es auf jeden Fall eine sehr, sehr große Ehre immer und es macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß in der Staffel zu gewinnen. Also im Team was zu erreichen, das ist einfach ein super schönes Gefühl. Arndt, könnte es jetzt sein, dass es eine reine Fissmann-Staffel gibt am Wochenende? Kühl, beige. Gehe ich ehrlich gesagt nicht von aus. Benni? Gehe ich auch nicht davon aus. Okay, aber ihr zwei seid dabei. Davon können wir ausgehen, oder? Davon gehen wir, glaube ich, erstmal aus, ja. Ja. Da gehen wir aus davon. Ihr seid richtige Tüftler. Wer ist der größere Tüftler von euch? Definitiv der Benny. Ja, also es kommt Also vielleicht so auch viel darauf Energie wie an, in der Benny welchem hätte ich Team gar ihr nicht. seid. Woran tüftelst du, Benny? Ich bin ja noch ein paar Jahre jünger und ich habe da noch einiges zu ertüfteln, das der Arndt schon ertüftelt hat. Und was du warst da schon ganz schwer am Tüfteln gemeinsam mit Fissmann, nämlich was dein Eigenheim betraf. Ich habe schon früh gelernt, in der Natur zu sein. Ich habe meine ganze Freizeit als Kind immer im Wald verbracht. Der Weg zum Wintersport ist hier im Schwarzwald fast obligatorisch. Ich stand, glaube ich, schon mit 4 zum ersten Mal auf den Ski. Ich fühle mich hier sehr wohl und freue mich immer, wenn ich im Winter wieder zurückkommen kann. Man merkt schon, vor allem hier im Schwarzwald beobachtet man wirklich detailliertes Wetter. Und es hat sich schon so geändert. Wir haben mittlerweile mehr Südwind, also so Südwestwind. Und der bringt uns eigentlich immer warme Luft hierher. Und dann sind es immer so 2, 3 Grad, die fehlen, dass es im Winter einfach schneit. Familie bedeutet für mich einfach entspannen. Ja, unterwegs geht es immer um Fokus, Training. Und daheim kann man auch einfach mal so ein bisschen entspannen und diesen Stress ein bisschen zu vergessen. Ja, mein Vater ist Küchenmeister. Wenn ich nicht draußen in der Natur war, dann bin ich neben ihm am Herd gehockt. Unser gemeinsames Ziel ist, ausgewogene, vollwertige Ernährung den Menschen zuzutragen. Wir haben ja auch so einen kleinen Kochblock und gehen unserem Hobby so ein bisschen nach. So ein Haus, Baujahr 1970, das gehört doch irgendwann zu einer Familie. Darum finde ich das so toll, dass wir jetzt das Haus auch übernehmen konnten. So haben wir uns zusammengeschlossen, ich mit meinen Eltern und meiner Tante, und haben angefangen, dieses Haus umzubauen. Wie kriegt man das jetzt eigentlich in das Jahr 2020? Da war eigentlich der erste Schritt auch ein Beratungsgespräch bei Fissmann. Meinem Vater und vor allem mir ist immer wichtig, da so ein bisschen was Innovatives zu haben und auch so nachhaltig wie möglich. Wir haben uns jetzt geeinigt auf eine Solewärmepumpe. So wird jetzt mit Photovoltaikstrom dieses Haus erwärmt. Also wir haben 3 Bohrungen von 150 Metern Tiefe. Dort geht Wasser bei 5 Grad rein und kommt bei 7 Grad wieder hoch. Und diese 2 Grad Temperaturdifferenz kann man nutzen, um ein Haus zu erwärmen. Also für mich faszinierende Technologie. Ja, der Traum ist schon, alles selbst zu produzieren, also autark zu bleiben. Die WeCare-App hilft mir dabei, so optimal wie möglich die Relation zwischen Komfort und Energiesparen einzustellen. Und das Tolle ist halt, man kann eigentlich von überall die Heizung steuern. Die Energiegewinnung daheim ist für mich halt auch elementar, weil ich da sagen kann, okay, hier kann ich wirklich was Nachhaltiges schaffen. Nachhaltigkeit und Familie, zwei ganz wichtige Punkte bei dir, Benny. Ja, auf jeden Fall. Ich mache mir sehr, sehr viel Gedanken. Vor allem meine Frau macht sich viel Gedanken und sie ist schon, also
bei uns Wintersportler ist es halt einfach schwierig, weil wenn wir unseren Sport machen, den wir lieben, sind wir viel unterwegs und reisetechnisch da nachhaltig zu agieren, brauchen wir uns nichts schönreden. Das ist einfach nicht möglich und darum müssen wir uns Bereiche suchen, wo wir wirklich nachhaltig sein können und das ist, denke ich mal, im Bereich der Energiegewinnung oder Hauserwärmung und ja, Familie, ich liebe es, daheim zu sein, im Schwarzwald zu sein und ja, ich bin da schon so ziemlich heimatverbunden. Wir haben noch eine Frage an euch. Genau, noch eine an euch beide, bevor uns der eine verlässt. Die Steffi fragt, was ihr beide euch noch fürs Wochenende vorgenommen habt. Könnt ausknobeln, wer anfängt. Achso, ich soll. ja, ganz klar. In der Staffel möchten wir natürlich gern eine Medaille gewinnen. Das wird schwer, aber das ist unser erklärtes Ziel. Und wir wollen zeigen, dass wir auch als Team besser sind, als wir es vielleicht am vergangenen Wochenende gezeigt haben. Und ja, da sind wir sehr ambitioniert und dann kommt natürlich noch der Massenstart, da sind wir leider nur zu zweit, nämlich wir zwei haben es in den Massenstart geschafft, das heißt, wir sind vielleicht etwas unterrepräsentiert, müssen das also mit besonders guten Leistungen ausgleichen, damit die deutschen Farben dort ja, zu sehen sind. Benni? Ja, auf jeden Fall, die Staffel freuen wir uns jetzt drauf, das ist aktuell richtig der Fokus drauf und ja, im Massenstart ist so mein eigenes Ziel, einfach auch nochmal diese Schießleistung vom Einzel abzurufen. Wenn ich das schaffe, bin ich super glücklich und dann schauen wir, was dabei rauskommt. Da schauen wir auch drauf. Benni, vielen, vielen Dank und noch einen wunderschönen Abend. Arndt, wir bleiben noch kurz zusammen. Danke, Benni, weil also ich habe 17 WM-Medaillen. Ich habe gestutzt. War dir das so viele? Das ist ja Wahnsinn. Ja, ich hatte halt auch das Glück, dass ich oft Mixed und Staffel laufen durfte und da hat sich schon ein bisschen was angesammelt. Jetzt wird es langsam schwierig, die nebeneinander aufzuhängen. Gibt es da irgendeinen Platz bei dir zu Hause, wo die dann schön nebeneinander hängen? Ja, ich habe eine Vitrine in meinem Fitnessraum und da liegen die, weil das passt ja auch thematisch ganz gut. Ich muss jetzt nicht unbedingt im Wohnzimmer Medaillen und Pokale stehen haben. Da passt besser. Ein Fitnessraum ist vielleicht auch eine ganz gute Motivation, wenn man sich da schindet, dann kann man mal rüberwerfen und dann weiß man, wofür man das tut. Bei dir war es ja ähnlich wie bei fast allen, die wir heute jetzt hier schon zu Gast haben. Es hätte beinahe ganz früh Schluss sein können, nämlich eigentlich hast du schon mal mit dem Karriereende beim Abi nachgedacht und dann gab es Mama und Trainer, die gesagt haben, no, du machst weiter. Oder wie war das damals beim Abi? Ja, ich war in dem Jahr wirklich nicht so gut. Es lag vielleicht auch daran, weil dann ja, mein Fokus auch nicht so ganz auf dem Sport war, sondern ja, ist ja auch so eine Phase mit 18, wo man vielleicht auch andere Dinge mal ausprobiert und habe es in dem Jahr nicht in den C-Kader geschafft. Und die Jahre davor war ich eigentlich immer relativ gut unterwegs, aber wenn man einmal diesen Kaderstatus nicht hat, dann nimmt einen auch keine Sportförderung in Deutschland. Das heißt, unser Förderprinzip funktioniert so ein bisschen nach dem Prinzip, wer hat, dem wird gegeben. Und dann hat man plötzlich gar nichts und dann stand ich vor der Entscheidung, jetzt aufzuhören oder und studieren zu gehen, beziehungsweise erstmal Wehrdienst zu leisten und oder halt irgendwie weiterzumachen. Und da hat mein Trainer sich doch sehr eingesetzt, mich auch überredet zu sagen, komm, wir probieren irgendeine Lösung zu finden. Und dann habe ich ein freiwilliges soziales Jahr gemacht, um noch ein Jahr weiter trainieren zu können und es nochmal im folgenden Winter zu probieren, in den C-Kader zu rutschen. Und meine Mutter hat mir da auch zugeraten, hat gesagt, ja, du bist auf ein, zwei Jahre kommst du doch jetzt nicht an und ich möchte nicht, dass du jetzt aufhörst und das in ein paar Jahren bereust und dich immer fragst, ja, wohin hätte die Reise gehen können, wenn ich die Chance gehabt hätte, professioneller zu trainieren, ohne Schulstress und Abi-Stress nebenher. Und deswegen habe ich es dann auch gemacht, wobei das schon kein einfaches Jahr war. Nur die Freunde gehen alle weg und man trainiert, da habe ich viel allein trainiert zu Hause. Mein Trainer hat mich natürlich sehr unterstützt, der war jeden Tag da, hat mich jeden Morgen abgeholt. Aber das war schon eher, ein zähes Jahr, würde ich mal sagen. Kannst du uns Außenstehenden mal erklären, wie wichtig denn so ein Kaderstatus ist oder so ein FISMAN-Junior-Team, dass man damit dazugehört? Ja, man möchte natürlich sich verbessern und das geht am besten in der Gruppe. Wenn man alleine trainiert, ist man immer der Beste und wenn man gute Trainingskollegen hat, kann man sich was abschauen und dann entsteht eine Gruppendynamik. Dann hat man gute Trainer, man hat Trainingslager, man lernt auf in allen Bereichen dazu und natürlich dieser Kaderstatus ermöglicht einem, dass man
in der Sportförderung beispielsweise der Bundeswehr, der Bundespolizei, des Zolls, der Landespolizei in so eine Förderposition, Stelle bekommt. Denn man möchte ja auch nicht unbedingt den Eltern auf der Tasche liegen, man möchte gern ein kleines Einkommen haben, krankenversichert sein und in meinem Fall auch eine Ausbildung nebenher machen, die so gestaffelt ist, dass man die neben dem Leistungssport machen kann. Und da möchte man natürlich reinrutschen. Und das ist immer gerade so nach der Schule, Ende der Schulzeit schwierig. Und bei mir war es auch so, dass viele nach der 10. Klasse bereits diese Sportförderstellen bekommen haben und dann schon unter sehr viel professionelleren Bedingungen trainieren konnten als ich, der auf einer normalen Schule war, Abitur gemacht hat. Und da hat man schon so eine gewisse Lücke gehabt. Und es war sehr knapp und sehr schwer für mich, diese Lücke ja zu schließen oder überhaupt die Chance zu bekommen, erstmal dieses Fördersystem wieder reinzurutschen, nachdem man einmal draußen war. Würdest du im Nachhinein sagen, gerade diese Rückschläge haben deine Persönlichkeit nach vorne gebracht und dich auch zum Olympiasieger letztendlich gemacht, dass du dich da selber rausgekämpft hast? Ja, das ist immer schwierig, aber ich glaube schon, dass es mich halt recht demütig werden lassen, denn wenn es sozusagen nicht läuft, dann sind da nicht so viele Leute da. Also es war in erster Linie mein Heimtrainer und meine Eltern und die haben das so ein bisschen, ja, haben mich da unterstützt. Und wenn es dann gut läuft, dann hat man natürlich mehr Förderer auf einmal. Aber diesen einen Schritt, den muss man halt erstmal gehen, ist natürlich auch logisch. Und in dieser Phase der Jugend gehen uns, glaube ich, in Deutschland auch relativ viele Athletinnen und Athleten verloren. Und das ist immer ein bisschen, ja, schade eigentlich, wenn man sozusagen die ganze Schule, also ich habe in 9 Jahren mit Biathlon angefangen, habe das sozusagen 10 Jahre gemacht und war auch immer gut und war auch in den Jugendklassen immer vorne mit dabei. Und in dem einem Jahr hat es ja nicht so passiert, da hätte es keiner interessiert, wenn ich da aufgehört hätte. Deswegen ist man dann doch eher auf das direkte Umfeld angewiesen und da bin ich meinem Trainer sehr dankbar, dass der sich wirklich so eingesetzt hat. Also er hatte schlaflose Nächte, viele schlaflose Nächte, weil er gedacht hat, der hört mir jetzt auf und ich sehe da schon auch Potenzial und das hätte ihn, glaube ich, wahnsinnig gewurmt. Und ich glaube schon, dass es mir viel gebracht hat, auch mal ein Jahr, ja, nicht so linear weiterzumachen, sondern ja, sich erkämpfen zu müssen, ist immer gut, weil dann weiß man es mehr zu schätzen. Und wir wissen es auch zu schätzen. 17 WM-Medaillen, Olympiasieg, was da nicht alles an Erfolgen dazugekommen ist. Und auch viele Fans. Und von einem Winterfan haben wir jetzt eine Frage kurz noch an dich. Genau, die Kathleen fragt, wie man denn aus dem Norden zum Biathlon kommt. Hörst du sicher öfter ja, an, es ist ja nicht. Ja, es ist ja nicht ganz Norden, aber es ist ja schon auf jeden Fall nördliche Hälfte und sogar nördliches Drittel. Ich komme nämlich aus dem Harz und da gibt es tatsächlich Schnee. Also immer weniger, aber es gibt noch Schnee. Und da haben wir eine Biathlonanlage, die auf ungefähr 800 Metern liegt. Und da konnte man wirklich gut trainieren zu meinen Jugendzeiten. Das wird jetzt natürlich immer mal ein bisschen schwerer. Wir haben in Clausthal-Zellerfeld, wo ich aufgewachsen bin, auch eine Skirollerstrecke, 4 Kilometer lang und einen Skistand. Also wir haben alle Rahmenbedingungen, die man braucht, um Biathlon in der Jugend zu erlernen. Also habe ich auch Glück gehabt. Es war einfach die Gelegenheit, dass es unweit meines Elternhauses die Möglichkeit gab. Ja, und hängen geblieben bist du dann doch im Süden, auch ja, was dein Haus betrifft. Da durften wir dich auch mal kurz besuchen. Schauen wir mal schnell rein. Du hast nämlich auch mit Fissmann Technologie gebaut. Also für mich ist es ja normal, jeden Tag draußen Sport zu machen. Egal wie das Wetter ist, ich bin immer draußen. Aber beobachtet man ja im Moment, dass sich vieles ändert. Gerade so in der Vorbereitung im November wird es immer schwieriger, Schnee zu finden. Das ist natürlich für einen Wintersportler schon, da blutet einem ein bisschen das Herz. Da, wo ich aufgewachsen bin, da habe ich Iglus gebaut und das fand ich total super. Und jetzt, heute habe ich das Gefühl, da liegt kaum noch Schnee und das ist total schade. Und ich würde mir schon wünschen, dass mein Kind dann auch mal Langlaufski fahren kann und dass man ja, Schneemänner bauen kann. Und das finde ich schon schade, wenn das mein Kind nicht machen kann. Das beeinflusst natürlich eine Entscheidung, wenn man so ein Haus plant, wie kann ich das so gestalten, dass es möglichst wenig CO2 produziert, wenn ich heize. Und da bin ich natürlich relativ schnell auf die Wärmepumpe gestoßen. Also letztlich kann man mit einer Wärmepumpe mit Nutzen der Wärme der Umwelt aus einer Kilowattstunde Strom 5 Kilowattstunden Wärme machen. Und das ist ein total geniales Prinzip. Das Besondere bei uns ist, dass wir einen Erdkollektor haben, was natürlich den Vorteil hat, wenn es wirklich mal kalt ist, dann ist es dort unten vielleicht noch 1-2 Grad warm und da ist der Temperaturhub nicht so hoch und es ist komplett geräuschlos. Die Wärmepumpe braucht natürlich Strom
Und deswegen sind wir auch dazu gekommen, dann in der Photovoltaik aufs Dach zu machen und den Strom gleich selber zu produzieren, den die Wärmepumpe braucht. Auch abends möchte man mal gern warm duschen und deswegen haben wir dann noch einen Stromspeicher eingebaut. Wenn ich überschüssigen Strom habe, gebe ich den in die Community und wenn ich Strom brauche, beziehe ich ihn aus der Community. Und das heißt, ich habe auf jeden Fall Ökostrom und es ist auch relativ günstig. Man kann die Heizung runterfahren, wenn man mal 2-3 Wochen weg ist und dann 3 Tage bevor man wiederkommt wieder ein bisschen hochfahren. Das spart natürlich auch Heizkosten. Das ist natürlich das Schöne, wenn es einfach funktioniert. Man kann ja zumindest in dem Bereich, wo man eben die Wahl hat, versuchen CO2 einzusparen. Wenn da alle die vielleicht die Chance haben beim Neubau oder bei der Renovierung sich Gedanken machen, da kann man schon, glaube ich, ein bisschen was bewegen. Arndt, du sprichst nicht nur über den Klimaschutz, du setzt dich auch dafür ein, Sohn einer Försterfamilie. Du bist engagiert bei United Kids Foundations. Was machst du dort? Ja, da geht's. Die haben ein Projekt. Ich stamme ja aus dem Harz und die Harzer Wälder, die haben ganz schön gelitten in den letzten Jahren. Also da gab's viele Stürme, die den Wald haben umwerfen lassen. Der Borkenkäfer hat zugeschlagen, natürlich wegen der Trockenheit. Der Wald sieht nicht mehr an allen Stellen so toll aus und da gibt's eine größere Fläche, die komplett umgefallen ist beziehungsweise vom Borkenkäfer zerfressen wurde. Und die wird jetzt neu aufgeforstet. Das ist im Kellwassertal im Harz. Und da setzt sich die Kids Foundation ein und hat ein Projekt, um diesen Wald wieder aufzuforsten, damit in ein paar Jahren da wieder ein neuer Wald entstanden ist. Und da setze ich mich gern für ein. Da bin ich Schirmherr und die sammeln Spenden. Ich habe auch selbst gespendet und hoffe, dass ich da in ein paar Jahren mal den Weg entlang gehen kann und dass es dann nicht mehr ganz so traurig aussieht, sondern wieder eine richtig schöne Naturverjüngung ist und ein Wald entsteht. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Winterfan sich jetzt auch angesprochen fühlt, dich da zu unterstützen. Wir haben noch eine Frage an dich. Ja, leider geht es nicht um den Wald, sondern ich möchte das Wort eigentlich fast gar nicht in den Mund nehmen. Aber der Janosch fragt, was denn noch die Ziele für deine restliche Karriere sind. Wie lange sie dann noch bleiben? ich habe jetzt nicht so konkrete Ziele. Ich möchte gute Rennen machen. Also möglichst immer, wenn ich am Start stehe. Denn das ist das, was zufrieden macht. Also wenn ich beispielsweise beim Sprint fehlerfrei geschossen hätte und wäre am Ende Neunter geworden, dann hätte ich damit gut leben können, weil ich das Optimum rausgeholt hätte an dem Tag. Und das ist das, worum es mir eigentlich häufig geht. Und meistens ist es so, dass man an seinem eigenen Rennen irgendwas auszusetzen hat, dass ein Schießen nicht gepasst hat, dass vielleicht die Renneinteilung nicht optimal war, dass man irgendwo Fehler gemacht hat. Und das möchte ich natürlich minimieren und möglichst viele Rennen haben, mit denen ich hinterher total zufrieden sein kann. Und das ist mir gestern gelungen, im Sprint und der Verfolgung ist es mir nicht gelungen und ich hoffe, dass in den nächsten beiden Rennen es mir wiederum gelingt und dann wäre ich total zufrieden und dann schaue ich, ich plane jetzt auch nicht mehr so lang. Ich freue mich, also ich plane von Jahr zu Jahr und der Körper muss halt mitspielen. Ich hoffe, dass der Nachwuchs es mir auch schwer macht und mich vielleicht irgendwann aus der Mannschaft verdrängt. Das wäre sozusagen die natürlichste Form, als Athlet eine Karriere zu beenden, dass man nämlich keine Chance mehr hat. Du bist immer gut aufgehoben bei den Weltcuprennen, weil ihr habt ein wunderbares Doppelzimmer. Das gibt es inzwischen auch, alle wissen es, als Podcast. Mit Erik Lesser verbindet dich sehr viel. Wir haben jetzt noch schnell einen Herrn für dich, mit dem hatte ich in früherer Jugend sehr viel verbunden. Ihr wart da ziemlich eng, habe ich mir sagen lassen. Und wir sagen herzlich willkommen, Daniel Böhm. Hallo, der Herr. Hallo. Gemeinsame Heimat, gemeinsam Biathlon. Erzähl uns kurz, wie war eure Jugend? Woher kennt ihr euch, Daniel? Wir kennen uns schon seit, ich glaube, 25 Jahren oder sogar ein bisschen mehr, würde ich sagen. Arndt hat ja gerade gesagt, er hat mit Biathlon mit 9 begonnen. Zu der Zeit war ich noch im Langlauf aktiv, aber wir sind zusammen in Clausthal-Zellerfeld aufgewachsen und es ist erschreckend zu sehen, dass das mittlerweile schon 25 Jahre her ist. Also wir werden alt. Wir sind's. Ihr seid alt, oh Gott, also sage, wir treffen heute lauter Tabuthemen, Janine, die wir heute anpacken. Apropos Tabuthemen, ihr habt auch dann miteinander ein paar C-Kader-Lehrgänge gemacht. Lieber Daniel, es gibt den Spruch, dass manch einer mit dem linken Fuß aufsteht. Bei Arndt war es noch ein bisschen mehr links.
Ja, also Arndt hat ja gerade schon auch angesprochen, dass der Weg nicht immer nur geradeaus und immer nur ohne irgendwelche Umwege ging. Und umso mehr war, glaube ich, dann glücklich auch, ich glaube, das war einer der ersten C-Kader-Lehrgänge von Arndt, dabei gewesen zu sein. Und wer den Gletscher in der Ramsau, den Dachsteingletscher kennt, der weiß, dass es bis dorthin schon mal bis zur Talstation ein gewisser Weg ist. Also da ist man schon mal 20 Minuten unterwegs, dann kommt auch eine 10-minütige Gondelfahrt. Und oben fängt man dann an, sich fürs Training im Prinzip umzuziehen. Und ja, Arndt hat etwas große Augen gekriegt, als er seinen Rucksack geöffnet hat und da auf einmal zwei linke oder rechte, das kann ich gar nicht mehr genau sagen, auf jeden Fall zwei Schuhe, die eigentlich für den gleichen Fuß bestimmt sind, gefunden hat. Und ja, da Arndt sich da aber auch nicht von abbringen lässt und vom Training dann auch durch, hat er gnadenlos 2 Stunden oder 2,5 Stunden mit zwei linken Schuhen durch. Ich glaube, das zeigt relativ klar und eindeutig, wie zielstrebig und wie wichtig ihm dann auch das Thema war in der Situation und sich nicht die Blöße zu geben, dann ich glaube, jeder andere wäre mit der Gondel wieder runtergefahren. Ich hätte gesagt, naja, dumm gelaufen, ich muss mir jetzt meine Turnschuhe anziehen und zum Joggen gehen. Also, Arndt, waren es denn, wer nichts machen will, bitte nicht versuchen. Arndt, waren es denn zwei rechte oder zwei linke? Es waren zwar linke, aber ich kann euch beruhigen, ich hatte vorher schon X-Beine. Also es ist nicht dadurch entstanden. Die Aber Frage wäre ich sicher hatte auch noch einfach gekommen. Angst. Ja, ich habe es gleich vorweggenommen. Ich hatte auch ein bisschen Angst vor unserem Trainer, der Steffen Hauswald, super C2, also das war C2-Kader damals, super Trainer, aber schon auch streng. Und ich habe gedacht, auch wenn ich dem jetzt erzähle, dass ich hier zwei linke Schuhe mit habe und wieder runterfahren muss, das kann ich jetzt, also das geht nicht. Ich bin extra hier hochgefahren, Gondelkarte gekauft und so. Es kostet ja alles Geld. Und jetzt muss ich das halt durchziehen mit zwei Linken. Wie hat denn der rechte Fuß nach 2,5 Stunden ausgesehen? Ja, das ging schon. Ich habe den ja nicht ganz so eng geschnürt und ja, es war jetzt vom Skigefühl vielleicht nicht ganz optimal, aber es ging besser als gedacht eigentlich. Ich habe mich so relativ gut dran gewöhnt. Es fällt auch gar nicht unbedingt auf, wenn man es jemandem nicht sagt. Also da muss man schon zweimal hingucken, bis es auffällt. So, liebe Winterfans, der Aufruf an euch zu Hause: Nehmt zwei gleiche Schuhe, stellt euch in die Langlaufski und probiert mal 2,5 Stunden damit aus und dann sagt uns, schreibt uns gerne, wie ihr euch danach fühlt. Daniel, wir müssen kurz auch über dich sprechen. Das war ja auch so eine bisschen spannende Karriere bei dir, vor allem deine berufliche Karriere, als du aufgehört hast. Als erstes war mal ganz wichtig, du warst damals die Janine, weil du hast nämlich früher für Fissmann hier auch immer schöne Interviews geführt. Wie war es so als Reporter? Ja, Fissmann hat relativ schnell festgestellt, dass wahrscheinlich gut aussehende Damen besser in diese Rolle passen. Nein, um ehrlich zu sein, es kam dazu relativ kurzfristig und es hat extrem viel Spaß gemacht. Ich hatte, glaube ich, insgesamt 3 oder 4 Einsätze für Fissmann, war dort vor Ort. Wir haben ein paar Facebook-Live-Sessions gemacht und kleine Einspieler. Und ich muss sagen, das war für mich ein ganz toller Weg, um trotzdem noch ein Stück weit dran zu bleiben. Denn ich glaube, jeder, der irgendwann seine Karriere beendet oder aufhört, der merkt, dass einem doch mehr auch gerade an den Personen in diesem Zirkus liegt, als einem vielleicht während der Zeit aktiv bewusst ist. Also nach wie vor stehe ich dazu, dass ich es nicht vermisse, Wettkämpfe zu laufen, weil ich weiß, wie verdammt weh das tut und auch wie verdammt weh so ein Einzel gestern bei den Temperaturen für Arndt getan hat. Aber es ist immer noch schön, einfach in diesem Kreis derer zu sein, weil man doch Oh. irgendwo, ja. Du hättest dir einfach die Haare länger wachsen lassen sollen. Dann wäre das vielleicht auch was geworden mit der Reporterkarriere bei Fissmann. Ihr zwei, euch verbindet auch noch der Kaffee. Ihr habt da ja eine ganz besondere Beziehung dazu. Sponsorentechnisch war, der eine hat dort gearbeitet, der andere ist jetzt dafür auch als Werbefigur tätig. Habt ihr denn gemeinsam so Barista-Erfahrungen? Muss man da dann auch so ein, könnt ihr da so Arabiata, Araba, wie sie Da ist Daniel, heißen? glaube ich, besser Spaghetti. erklärt. Nochmal? Arabiata ist das für die Spaghetti, Tom. Ja, siehst du, Test bestanden. Wie heißt das für die Kaffeebohnen? Das sind die Arabica-Bohnen. Ah, schau an. Arndt, Ein bisschen was ist hängen geblieben. hast du da jetzt schon ein Favorite Kaffee? Ja, klar. Also es gibt viele gute Cafés, ne? Es muss auch nicht unbedingt Arabica sein. Also es gibt auch sehr gute Robusta-Cafés und es muss nicht unbedingt 100% Arabica sein, damit der Kaffee passt. Das ist ja schon mal die erste
Wie soll ich sagen, die erste Marketing-Lüge, ne? ich hab sehr viel guten Kaffee probieren dürfen und ich glaube, dass Daniel da noch vor mir schon so weit war, guten Kaffee schätzen zu wissen und hat mich da auch, glaube ich, auch in die Richtung beeinflusst. Und unsere Lebenswege haben immer mal mit Kaffee zu tun gehabt. Das schreit schon wieder nach irgendeiner Story, die sie uns verheimlichen, glaubst du? Ja, Daniel, noch ganz kurz zu deiner jetzigen Tätigkeit. Wir haben ein bisschen Angst gehabt, dass wir dich heute überhaupt hier in den Chat reinbekommen, weil du als offiziell Beauftragter beim Biathlon-Weltverband IBU jetzt unterwegs bist und von Pokljuka, wohin jetzt heute gefahren bist. Wo bist du denn jetzt angekommen heute letztendlich? Ja, ich bin jetzt tatsächlich mal für 2 Tage raus aus dem Zirkus. Bin jetzt in Ramsau am Dachstein, nehme mir da mal 2 Tage Homeoffice-Zeit. Das heißt, die meiste Arbeit, die ich momentan mache, kann ich vom Computer oder am Telefon erledigen. Von daher tut so ein bisschen Tapetenwechsel mal ganz gut, weil es ab nächster Woche Montag dann Jugend- und Junioren-WM in Obertiljach weitergeht. Dann steht noch der IBU-Cup in Rittnau an, bevor ich dann wieder zum Weltcup dazu stoße. Es ist ja schlimmer. Es ist ja schlimmer als Aktiver, also muss ich ganz ehrlich sagen, da bist du ja noch mehr ja, unterwegs. Ja, ich glaube, ich habe mehr Freizeit als Daniel. Augen auf bei der Berufswahl, ich weiß nicht, wo es hingeht, Arndt, gell? Und da wäre noch die letzte Frage an den Daniel, wenn du jetzt so in offizieller IBU-Mission unterwegs bist, darfst du denn dann deinem alten Kumpel Arndt morgen, übermorgen und am Sonntag die Daumen drücken? Ich bin natürlich höchst neutral, immer. Natürlich freue ich mich extremst für diejenigen, die noch dabei sind aus meiner aktiven Zeit. Es werden weniger, aber gerade in der deutschen Männermannschaft mit Benny, Erik und natürlich mit Arndt verbindet mich doch noch viel. Und natürlich sind da die Daumen fest gedrückt und bin mir sicher, dass auch die Staffel gerade am Samstag dann nochmal. Arndt, letzte Frage. Letzte Frage mit Benny. Ich weiß, du drängst eigentlich schon so auf so eine Funktionärsposition, oder? Das wäre so genau nach deinem Geschmack. Ich? Ja. mal gucken. Also im Moment habe ich ja meinen Traumjob. Das Problem ist, dass ich den nicht unbedingt bis 65 machen kann. Ich glaube, dazu reicht es nicht ganz. Das hat selbst der Ole nicht geschafft. Und der war ja nur, oder ist das Maß aller Dinge. Ich weiß noch nicht so richtig, wo die Reise hingeht. Als Funktionär sehe ich mich erstmal nicht, würde ich mal behaupten. Habe ich mir fast vorgestellt. Ich denke mal, das wäre dann auch eine spannende. Wir würden so ein spannend vorstellen, wenn du mal da in so eine Rolle reinwächst, weil du echt eine klare Kante hast. Danke, Daniel, für deinen Besuch. Alles Gute, genieß die freien Tage und das schöne Wetter am Dachstein. Und an dich entlassen wir nicht ohne die Frage, was du denn jetzt noch in deinem Wohnzimmer machst heute. Wie sieht so ein Abend aus bei euch? Ja, wie sieht so ein Abend heute noch aus bei dir? Ja, der Vorteil als Profisportler ist, dass man täglich eine Physiotherapie bekommt. Und da werde ich mich gleich hinbegeben zu unserem Physio. Da werde ich noch eine Dreiviertelstunde behandelt. Ja, und dann ist nicht mehr viel los bei mir. Dann werde ich mich aufs Bett legen, ein bisschen was lesen und dann auch bald schlafen. Also so richtig lange Abende hat man als Athlet dann doch eher nicht. Dann wünschen wir einen erholsamen Schlaf, eine schöne Massage vorher und toi, toi, toi für Massenstart und Staffel. Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast heute Abend. Dankeschön. Viele Grüße in die Slowakei und wir machen noch eine kleine Reise zum Schluss. Und zwar ziemlich weit von Slowenien bis nach Schweden. Guten Abend, Uschi, hallo. Hallo. Wie heißt guten Abend und schön, dass ihr da seid auf Schwedisch? God kväll och trevligt att se er. Ja, später der Abend, desto gut gelaunter die Gäste. Schön, dass du dich hier noch zu uns eingeklinkt hast. Zu so später Stunde ist es ziemlich lange schon dunkel bei euch, oder? Ja, bei uns ist wahrscheinlich noch nicht ziemlich genauso lang dunkel. Ich glaube, der Unterschied ist jetzt nicht mehr so groß. Bei uns wird es jetzt immer heller und irgendwann überholen wir euch da unten. Hinter dir ist auch zu sehen, sitzt du vor dem Ofen, vor dem Kamin, wo bist du gerade? Ja, das ist unser
Das ist, oh, jetzt muss ich ausklinken hier. Das ist unser Ofen, ja. Ja? Einer. Also es ist nicht mehr so kalt bei euch, oder? Du hast eine gute Fissmann-Heizung. Ich habe eine gute Fissmann-Heizung, nur leider wohne ich in einem 100 Jahre alten Haus, das nicht wirklich gut isoliert ist, leider. Man kann nicht alles haben, ich habe ein tolles Haus, aber es ist leider nicht so gut isoliert. Das heißt, wenn es dann mal wie in den letzten 3 Wochen 20 Grad minus hat, dann muss man ein bisschen dazu heizen. Heißt das, du sitzt zu Hause mit der Mütze auf der Ofenbank? Mütze braucht man gerade nicht, aber die Füße werden schnell kalt. Ich habe dicke Schuhe, also so Fellschuhe dann an, wenn es 20 Grad minus hat. Das braucht es fast. Uschi, wir haben heute ein paar, ich weiß nicht, wie viel hast du von uns verfolgt hast, wir haben mit unseren Athleten darüber gesprochen, dass es eigentlich bei keinem einen direkten Weg zu seinen großen Erfolgen gab, sondern immer wieder Umwege. Und bei dir ist es ja so, die meisten von uns kennen die immer lächelnde, strahlende Uschi Diesel. Ist dir denn das Lachen auch in deiner Anfangszeit ab und an mal ein bisschen vergangen? Wie war es da? War da immer alles Friede, Freude, Eierkuchen oder hattest du auch eine harte Zeit zu überstehen teilweise? Ja, also ich konnte ein bisschen mitfühlen. Bei mir war es ja so, ich meine, in Groß-Egelsee, wo ich aufgewachsen bin, haben wir Langlauf gemacht, aber kein Biathlon. Ich habe dann in Bad Tölz ein bisschen mit trainieren dürfen, aber die Anfänge waren natürlich nicht so optimal. Ich habe das Schießen ja nie von der Pike auf gelernt, weil ich auch keinen Trainer gehabt habe, der ständig für mich da war. Ich war vielleicht einmal im Monat für 2 Tage in Mittenwald beim Schießen. Ich hab mir viel selber gelernt, viel selber gemacht. Als ich dann im Alpencup damals, das ist ja der jetzige Europacup, erfolgreich war, da wollten sie mich aber nicht haben, weil die unten da aus Bayern wollen wir nicht unbedingt dabei haben. Da war Biathlon ein bisschen in einer anderen Richtung. Und da habe ich eins gelernt. Wenn man Erfolge zeigt, kommen sie irgendwann nicht mehr an einem vorbei. Und so war es. Wobei du ja lange, 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 lange gebraucht hast, bis du den Top-Erfolg hattest. Das mit dem ersten großen Einzeltitel bei Weltmeisterschaften oder Olympia, da hast du ziemlich Zeit gelassen dafür. War das eigentlich ein bisschen eine Kopfsache auch bei den Großevents? Ja gut, ich meine, die Einzelmedaille bei der WM hat lang warten müssen, das stimmt, aber ich habe auch leider keine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen gemacht. Da haben wir 7 Zehntel gefehlt gegen eine Russin, was ein bisschen einen schlechten Beigeschmack dann hat. Im Moment, wenn man das so hört. Aber egal, also ich habe eben keine Einzelgoldmedaille bei Olympia. Aber dafür habe ich ja gleich bei meinen ersten Olympischen Spielen Silbermedaille in der Staffel geholt und dann in Lillehammer Bronze. Das spielt gar keine Rolle, welche Farbe das war. Für mich war das ein Riesenerfolg und ich glaube, man sollte nicht immer nur auf die Goldmedaillen schauen. Jede Olympiamedaille und WM-Medaille ist schön und gut und ich habe mich so riesig gefreut, dass Ant diese Medaille geholt hat. Da haben wir uns Ich habe ja gehört, dass er sehr zufrieden war. Ja, da haben wir uns auch total gefreut, Uschi. Und wir haben uns auch damals gefreut, als du zum Finale deiner Karriere nochmal so richtig den Turbo-Diesel gezündet hast. Nämlich bei der WM war das 2005 in Hochfilzen. Gold gleich zweimal in Sprint und Verfolgung. Erinnert man sich da ganz besonders gerne daran zurück? Ja, also natürlich war das für mich einer der größten Erfolge, weil es eben ein Einzeltitel war, weil ich so lange drauf gewartet habe. Da ist mir schon ein Stein vom Herzen gefallen. Irgendwo habe ich mich schon sehr gefreut, dass er mal ein Einzeltitel geworden ist. Man erinnert sich schon wirklich gern dran, das stimmt. Also immer wenn Wettkämpfe in Hochfilzen sind, dann wird man extra dran erinnert. Wird man sentimental. Apropos Erinnerungen, erinnerst du dich an den Herrn, der am Tag, als du deine erste Goldmedaille geholt hast, auch abgesahnt hat? Der hat eine silberne geholt. Weißt du, wer das war? Sag herzlich willkommen, Sven Fischer. Hallo, der hat am selben Tag wie du die Medaille geholt. Wie war, also Entschuldigung, man sagt ja den Biathleten. Hallo Sven. Hallo. Hi, Sven. Hi.
Man sagt ja den Biathleten von damals nach, dass sie noch ein bisschen anders gefeiert haben als die Biathleten der Neuzeit. Wie war das bei euch? Definitiv war das so. Definitiv. Uschi, weißt du das noch, wo es drum ging? Am Donnerstag waren immer die Einzelrennen, am Freitag war ein Ruhetag, am Samstag war der Sprint und am Sonntag war die Staffel. Und dann war logischerweise am Donnerstagabend immer schöne Party. Und da kam eigentlich diese erste Sache her, dass eine Biathlon-Familie zusammengekommen ist mit vielen Nationen. Und davon profitieren wir heute noch. Ernsthaft? Ja, aber nicht mehr 2005, Sven. Da waren wir schon richtig Profis. Da gab es keine großen Fäden mehr, muss ich ehrlich sagen. Da hat man vielleicht noch mal ein Glas Rotwein getrunken und das war's. Das war, ich sag mal, bis maximal 98. Da haben wir dann doch am Donnerstag ab und zu mal eine Party gefeiert. Aber meistens auch im Rahmen, weil man hat ja dann doch wieder Wettkämpfe gehabt. Wir wollen es mal nicht übertreiben. Hat das jetzt nee, ich rede ja auch von den Anfängen. Ich rede ja von den Anfängen. Und wir sind ja daheim. Ne? Wir sind ja in einer großen Familie. Und da kann man ruhig über das eine oder andere reden. Und das war so. Also das war am Anfang wirklich krass. Ja. Und wenn, weil du sagst, Uschi kam neu dazu. Am Anfang waren ja die Biathletinnen ja gar nicht so willkommen. Weißt du das noch, Uschi? Am Anfang haben wir uns ein bisschen da die Nase gerümpft. Aber wenn man bedenkt, dass da junge Menschen zusammenkommen, Single sind, und dann hat man schnell erkannt, wie gut das ist, dass wir zusammengekommen sind. Männlein und Weiblein, definitiv. Okay. Es gab auch noch ja, also einen. Ja, Uschi? Die Zeit war schön, muss ich ehrlich sagen, wo man vielleicht nochmal. Da ist man einfach auch mit anderen Nationen zusammengesessen. Also, das war wirklich eine große Familie. Das war eine sehr schöne Zeit. Das würde wahrscheinlich noch eine weitere Fissmann der Heimsendung füllen, wenn man mit euch mal über diese Zeit vor 98 reden würde. Das machen wir beim nächsten Mal, okay? Suchen wir noch ein bisschen was raus. Es gab noch ein Rennen und das wollen wir auch sagen. Da wart ihr auch beide, sagen wir mal, einer war erfolgreich, eine hätte gedacht, dass sie erfolgreich gewesen wäre. Ford Kent. Sven hat gewonnen, Uschi war gefühlte Siegerin. Sven, was war da los? Nein, du warst auch mit dabei. Dritte. Ich weiß es noch, ich weiß es. Uschi, darf ich sagen, aber es war so herzlich. Darf ich sagen? Ja, aber das ist kein Geheimnis. Ich wäre Dritte geworden und hab's nicht geschnallt, dass Liv Grete noch kam. So, Sven, deine. Aber wie hast seitdem du dreht sich jeder Athlet um und schaut, ob jemand kommt. Ach, das ist der Diesel-Schulterblick seitdem. Wir werden ihn. Genau. Bitte, Sven, beim nächsten Mal sagst du, das ist, ich möchte morgen im ZDF, am Samstag im ZDF hören, das ist der typische Diesel-Schulterblick vor der Ziellinie. Das möchte ich hören, das ist das Keyword für uns im ZDF. Aber du musst ja dazu sagen, auch die Uschi nochmal zu sagen, wir haben ja früher dann immer, weil wir von Spitznamen gesprochen haben, gell? Also es ging ja beim Benni mit der Rennsemmel und so. Und ein Spitznamen von der Uschi war ja Turbo Diesel. Und das war auch so, du hast das Gefühl gehabt, wenn die Uschi auf die Runde gegangen ist, die konnte keiner mehr einholen. Auf der letzten Runde war das eben auch so. Und dass die Liv Grete dann nochmal rankam, das war vielleicht Uschi auch für dich überraschend. So nach dem Motto, okay, die kommt jetzt eh nicht mehr. Und auf den letzten paar Metern, dann hast du sozusagen den Fenster gewunken, weil das war so herzlich dort auch. Und irgendwie haben die Leute dann auch dir zurückgewunken. Und das war halt dann die Chance von der Liv Grete. Und ich weiß nicht, ob ich in der Situation an dir hätte vorbeilaufen können. Aber damals war es halt so und dann ist es halt erledigt. Aber du warst schon eine starke Läuferin und deshalb war es für viele überraschend, oder? Ja gut, das war ja nicht das. Ich habe hinter mir niemanden gehört und einer unserer Betreuer hat gesagt, hier kommt keiner und habe mich nicht umgedreht. Das war natürlich ein Fehler. Ich hätte mich mal umdrehen sollen, aber... Mhm. So ist es. Das ist auch kein Weltuntergang. Jetzt mal, absolut menschlich. Jetzt mal rückblickend. Also ich meine, neben Schorsch Hackl seid ihr zwei ja mit Verlaub Oma, Opa in der Fissmann-Sportlerfamilie inzwischen. Hättet ihr gedacht, dass das so lange hält mit Fissmann und euch? Also ich denke schon. Also die Nachhaltigkeit von Fissmann war auch in der Art und Weise, wie man miteinander umgegangen ist. Und das haben wir ja als Sportler erfahren, dass wir natürlich jetzt noch so gut zusammen sind. Das war natürlich ist keine Voraussetzung oder auch keine Sache, dass ich das erwartet habe. Uschi, wie war es bei dir? Nein, also als ich meinen Vertrag unterschrieben habe, ja, da weiß man ja noch nicht, mit wem man wirklich zusammenarbeitet. Man lernt ja erstmal die verantwortlichen Leute kennen und ich habe also spätestens nach einem Jahr, so lange glaube ich, hat es gar nicht gedauert, gemerkt, dass man hier zuverlässige Partner hat, loyale Partner. Es hat immer das Wort gegolten. Eigentlich hätte man gar keine Verträge gebraucht, weil es mündlich genauso gegolten hätte. Und
Von daher war es jetzt keine Überraschung und für mich genauso ist. Es freut mich natürlich sehr, dass wir immer noch zusammenarbeiten. Ja, weil Das ihr mache ich auch natürlich auch, sehr gerne. ja, weil ihr natürlich auch ein bisschen so die Werte vermittelt, die vermittelt werden wollen. Zum Beispiel Next Generation, da ist, steht ja auch schon was in den Startlöchern. Uschi, bei dir ist die Tochter. Das möchte ich gar nicht mal behaupten. Ich glaube es eher mein Sohn. Meine Tochter, die hat ein bisschen, der Schatten der Mama ist ein bisschen zu groß. Im Moment möchte sie noch keine Wettkämpfe laufen, aber mein Sohn schon. Der hat auch seinen letzten Biertel und Wettkampf jetzt gewonnen mit 0-0. Also richtig gut, aber auf die großen Scheiben noch. Aber der ist ja erst Anfänger. Aber der läuft gern Wettkämpfe, der findet es cool. Boah, Diesel gegen Fischer. Boah, das wäre mal was, ne? Diesel gegen Fischer im Weltcup. Sven, Ja, kannst du da. Wie? ich finde das ja natürlich absolut super und ich muss dann auch sagen, ich gucke jetzt auch Biathlon, weil ich einfach immer noch Fan bin und auch die Generationen, die jetzt laufen, immer intern betrachte und ich würde mich überhaupt nicht aus dem Fenster wagen und sagen, ich vergleiche mich mit den jetzigen oder noch die vor mir gelaufen sind, sondern jeder ist in seiner Epoche, in seiner Etappe und das ist großartig, wie man sich da durchsetzt und wenn man eben die Athleten gesehen hat, die jetzt in der Fishman Family auch sind. Das ist einfach für mich schön zuzuschauen. Auch der Benny, ne, der Arndt, wie alle zusammen jetzt hier waren. Und von daher finde ich das einfach eine schöne Sache. Und deshalb glaube ich auch, wenn die beiden mal irgendwann zusammenkommen, alles gut, ne, alles in Ordnung. Und das ist wichtig, dass man sozusagen, die Hauptbotschaft ist ja, dass man zusammenkommt, ne, im Sport, dass man Werte vermittelt, dass auch die Sportler sagen, ich kann was verändern, indem ich mich ordentlich selber am Riemen reiße und nicht den anderen in die Schuhe schiebe und sage, naja, der Nichtschwimmer schiebt es auf die Badehose nach dem Motto, sondern ich kann selber was machen. Und das ist eine Sache, wo ich der Meinung bin. Und wie die Uschi schon gesagt hat, ich habe mich auch sehr wohl gefühlt und ich denke mal, dass auch von einem Partner das auch wichtig ist. Und wir hatten ja auch in der Vergangenheit den einen oder anderen Nachwuchsathleten, der gerne auch hätte in die Familie gesollt, aber der sich anders entschieden hat, darf ich mal so sagen. Und wo dann der Partner eben nicht die Ruhe ausgestrahlt hat. Und aus diesem hoffnungsvollen Nachwuchstalent, der ja auch bei den Olympischen Spielen erfolgreich war, ging das dann die Karriere steil bergab. Also insofern ist auch eine Verantwortung der Umwelt und natürlich auch mit der Person, gerade im Hause Fissmann, groß geschrieben. Und das darf ich nur noch mal unterstreichen, auch für die jetzigen Athleten. Gerade ist die Weltmeisterschaft auf Pokljuka, wie wir ja jetzt in den letzten Wochen gelernt haben. Wie vor 20 Jahren, da habt ihr beide auch schön abgesandt. Sven zweimal Bronze, Uschi zweimal Silber, Verfolgung Massenstart, Verfolgung Staffel. Staffel und Verfolgung stehen am Wochenende noch an. Was traut ihr unserem deutschen Team denn zu? Fangen wir mal bei der Uschi an. Lassen wir mal den TV-Experten raus, der hat schon genug geredet heute drüber. Ja, ich hoffe natürlich sehr, dass jetzt noch ein paar Medaillen kommen. Das wäre fürs Team so wichtig. Es ist leider bisher noch nicht so optimal gelaufen. Ich verstehe es auch nicht ganz, wieso, weil eigentlich können sie es. Und das sollen sie sich einfach, ja, da sollen sie sich bewusst sein, dass sie es können und dann locker rangehen und dann kommen hoffentlich noch ein paar Medaillen. Du wirst das in Schweden, Sven, wir reden gleich noch fertig, du wirst das in Schweden auf jeden Fall mitverfolgen über TV. Uschi, es ist immer ein Freudenfest, wenn du bei uns hier mit reinschneist. Dankeschön, dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast. Viele Grüße nach Schweden. Tack heißt Danke, Gerne. oder? Hä? Tack heißt Danke, oder? Tack, ja. Okay, tack, danke. Ciao dir. Schönen Abend noch. Tschüss. Schönen Abend noch, Sven. Sven, kurz bitte, Wochenende, gibt es bei dir was zum Jubeln im ZDF? Unbedingt. Okay, Und reicht uns, wir haben schon Dankeschön. auch. Warte, reicht uns, Dankeschön, gute Einschätzung. Wir sind nämlich schon fortgeschritten in der Zeit. Und für euch, liebe Winterfans, wir wollen sagen, bevor wir den Sven nochmal ganz wichtige Abschlussworte sagen lassen, ist natürlich nach der Biathlon-WM, ist vor der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf. Und da laden wir auch wieder ein zu uns ins Wohnzimmer. Und zwar auch einen Tour de Skisieger. Liebe Winterfans, nehmt euer Handy und notiert euch schon mal den 1. März. Dort gibt es die nächste Ausgabe von Fissmann daheim in euer Wohnzimmer, gemeinsam mit vielen Gästen, unter anderem Katharina Althaus, Markus Eisenbichler, Richard Freitag, Johannes Ritzek, Erik Frenzel und weiteren Gästen. Und wir sprechen über die Nordische Ski-WM in Oberstdorf. Und natürlich auch über Fissmann. Also seid dabei und
Ich zähle auf euch. Wir sehen uns. Ciao. Aufgenommen übrigens bei minus 17 Grad hinten bei den Seen in Ruppolding. Deswegen hat er ein bisschen steife Lippen gehabt. So, jetzt zum Abschluss des heutigen Tages. Sven, wir brauchen dich nochmal. Und zwar einfach, um uns nochmal ein bisschen mitzunehmen. Wir haben heute oft über Herausforderungen im Leben gesprochen. Und gerade in dieser Zeit haben wir sehr viele Herausforderungen. Und wollen noch einmal mit dir über das Thema Wille und Zuversicht sprechen. Wieso haben wir jetzt die Landkarte? Ich brauche den Sven. Die Landkarte nach Pokljuka, ja, 9 Stunden, 41 Minuten, 875 Kilometer. Ist Sven noch da? Also ich höre euch auf alle Fälle. Gut, dann brauchen wir dich hier nochmal. Ja, da ist er ja wieder. Jetzt, Sven, wir wollen von dir hier nochmal, weil du ja einer der positiv denkenden Menschen bist und weil du immer das Positive rausziehst und auch uns so ein bisschen nochmal Dampf mitgeben kannst für die nächsten Wochen. Wille und Zuversicht als Anker in schwierigen Zeiten. Hast du noch ein paar Tipps für unsere Winterfans? Schieß los. Ja, jetzt, wo wir alle zu Hause mehr oder weniger hocken, dann wird uns erstmal bewusst, wie wichtig und wie schön es ist, dass wir draußen sind. Und wichtig ist, glaube ich, in der jetzigen Zeit nicht Trübsal zu blasen und sagen, oh, ich würde gern rausgehen und ich würde, sondern wichtig ist, dass man jetzt das vielleicht vorbereitet und schon die ein oder anderen Sachen organisieren kann, dass wenn dann die ganzen Lockdowns nicht mehr da sind, dass ich dann wirklich raus kann und das genießen kann. Insofern die Zeit nutzen und immer wieder so sehen, aus der jetzigen Situation das Beste draus machen. Das hat mein Großeltern oder meine Oma hat das auch immer gesagt. Und dann können wir zuversichtlich in die Zukunft blicken, weil irgendwann ergibt sich eine Möglichkeit und diese Möglichkeit muss vorbereitet werden und wir müssen diese Chance nutzen, so wie die Sportler es gezeigt haben, so wie es der Ant genutzt hat, nachdem es eben nach einem schlechten Rennen dann wieder eine neue Chance gab und er hat diese Chance genutzt und hat wieder gewonnen. Und das ist also dieses Thema auch für uns, dass wir sagen, nicht jammern, sondern diesen Spielraum suchen und irgendwann geht das Licht auf und wir dürfen wieder alle raus und dann, denke ich mal, können wir das dann draußen genießen. Und von daher wünsche ich uns allen Durchhaltewillen und dass wir das dann auch schaffen. Davon bin ich überzeugt. Vielen Dank, Sven, für diese super sensationellen abschließenden Worte. Wir freuen uns auf dich am Samstag und auf den Diesel-Schulterblick im ZDF. Ich möchte dieses Wort hören. Und dann wissen wir, das ist der Gruß an alle Winterfans von Fissmann. Vielen Dank, Sven, hat sehr viel Spaß gemacht. Schöne Gerne. Grüße nach Mainz. Ciao, Sven. Janine, jetzt habe ich es richtig gesagt. Janine und Tom, macht's gut, viel Spaß und Gruß an die Familie und wie gesagt, Fissmann-Familie. Macht's gut, danke euch. Danke Sven, danke Janine. Danke dir, Tom. Es war ein langer, aufregender Abend. Wenn Sie die Tagesschau sehen wollen, dann schauen Sie vorbei in der ARD-Mediathek. Da können Sie es dann nochmal nachverfolgen. Wir haben heute leider ein bisschen überzogen, aber es hat sich, glaube ich, überall gelohnt und in jeder Minute. Und wir freuen uns wieder auf euch am 1. März, 18.30 Uhr. Dann wird das Thema die nordische Ski-WM in Oberstdorf sein. Bis dahin, gesund bleiben, schöne Zeit. Haltet die Ohren steif. Servus. Ciao, ciao.